Aloha, Tag, was haben wir denn eigentlich? Tag X nach dem unfassbar entspannenden und doch ein wenig anstrengenden Giga Island Mega Event hier auf Giga. Die erste normale Wow-Sendung, die gleich einfach mal 2 Stunden geht. Nicht erschrecken, liebe Late Nights Freunde, auch wenn ihr uns jetzt vielleicht gar nicht zuschaut, aber ihr könnt es denen ja sagen. Nein, Wow wird jetzt nicht immer 2 Stunden dauern, das ist nur wegen der Sommerpause von Late Nights. Waren Eddie und Nils nicht abgesetzt? Das ist richtig. Eddie hat sich mit seinem erpokerten Geld auf die Bahamas verkrochen und Nils hat einen so grottenschlechten Auftritt auf der Games Convention hingelegt, dass er leider nicht mehr unter unseren Angestellten weilt. Also kein Late Nights mehr. Vielleicht mit Susi und Sarah ab jetzt. Willkommen zu den erfreulichen Dingen, die diese Woche passiert sind in der World of Warcraft. Und zwar gibt es natürlich, sobald ein neues Addon angekündigt wird, jede Menge Gerüchte. Die Gerüchteküche brodelt auch jetzt. Und zwar gibt es in der US-Zeitschrift Games for Windows ein paar neue Details, die in der nächsten Auflage dort kommen sollen. Und zwar soll es in Dalaran 2 Instanzen geben, sowie auch aus Shadrath bekannt Portale in andere Hauptstädte. Auch wie in Shadrath bekannt gibt es keinerlei Klassentrainer geben und auch kein Auktionshaus. Sprich, die Blizzard-Developer möchten vermeiden, dass die alten Hauptstädte komplett aussterben. Also es wird weiterhin Bankdach-Eideln in Orgrimmar und Polka, Zwergenpolka in Ironforge geben. Aber Shadrath wird überflüssig. Und ich denke. Ich habe auch noch eine schöne Sache zum Thema Add-on. Und zwar ranken sich ja alle möglichen Gerüchte um die ganz neue Heldenklasse, den Todesritter, der ja ins Spiel kommen wird. Und es wurde gleich Klarheit geschaffen. Viele munkeln ja, okay, Todesritter kommt irgendwann ins Spiel, dann werden alle nur noch Todesritter spielen, ihre alte Klasse links liegen lassen und alle nur noch diesen Multifunktional-Charakter spielen. Nein, Blizzard-Mitarbeiter hat jetzt aufgeklärt, Drysk heißt der Kollege und hat gesagt, nein, die alten Klassen werden natürlich noch weitergespielt, denn sie werden notwendig sein, wenn es darum geht, erfolgreich in zukünftigen Raids, Schlachtzügen zu agieren. Das heißt, euer alter Hexenmeister oder Magier oder Krieger wird immer noch up-to-date sein, immer noch weiterspielen. Und was er auch angemerkt hatte, dass dieser Todesritter sehr komplex zu spielen sein wird. Durch das Runensystem, das ist ja ein neues Ressourcensystem des Todesritters, da muss man richtig darauf achten, dass die Abklingzeit, die Kombination der Runen, das alles passt. Also von daher eine sehr anspruchsvolle Klasse, munkelt man. Gut, was dann jetzt im Endeffekt draus wird, das werden wir abwarten und sehen. 2 seiner Spells sind schon bekannt, und zwar einmal Death and Decay, das soll ein Flächenzauber werden, das ist dieses rote Blubbern, was wir auch von einem der Bosse des Raids kennen. Und außerdem soll er eine Armee von untoten Mitspielern beschwören können, also die für eine Weile für ihn kämpfen. Es ist wohl geplant, dass nach und nach mehrere Heldenklassen hinzukommen, laut Blizzard. Man munkelt pro Add-on 1, das wird natürlich eine Weile dauern, bis es dann verschiedene gibt. Aber nicht auf einmal eine Schwall komplett, so 3, 4, 5 Heldenklassen auf einmal, das wird es nicht geben. Bevor ihr aber überhaupt erstmal eine Heldenklasse spielt, werdet ihr, wie wir alle, auch leveln wollen, wenn Wrath of Lich King rauskommt, und zwar von 70 auf 80 und das erstmal ohne Flugmount. So viel ist sicher, das soll es wohl erst ab Level 68 wieder geben, denn 78, denn Blizzard möchte, dass man die neuen Gebiete zu Boden, zu Fuß, beziehungsweise auf dem Mount erkundet, um nicht einfach eins zu überspringen, indem man einfach drüber wegfliegt. Genau, obwohl das nicht viel Sinn machen würde, weil das ja auch Gebiete sind, die für ein höheres Level geeignet sind. Okay, kommen wir zum Thema Nihilum, Meteor Makers. Die Kollegen, die beim WoW Raid hier waren, haben ja mittlerweile erfolgreich auch Illidan gelegt im Schwarzen Tempel. Und jetzt, wenn ihr da auch mal reinschauen wollt, das Ganze aber nicht aktiv, sondern eher passiv, könnt ihr euch ein Video runterladen, das die Jungs veröffentlicht haben auf warcraftmovies.com. Das Ganze ist 50 Minuten lang hervorragend. Es ist witzig, es ist unterhaltsam und es ist lehrreich. Wenn ihr mal den gesamten Schwarzen Tempel, die 25-Mann-Instanz anschauen wollt, warcraftmovies.com. Curse, aka Meteor Makers mit dem neuen Video, ist wirklich Zucker. Auf jeden Fall mal anschauen. Findet man auf deren Seite auch. Ist 1,2 Gigabyte groß, aber da lohnt sich wirklich jedes Kilobyte. Es ist sehr witzig. Ihr werdet alte Bekannte wie zum Beispiel Prophet auch in diesem Video wiederfinden. Auch Endboss, alles mit drin. Richtig fein gemacht. Und wir sagen jetzt mal schnell, was euch in den folgenden 2 Stunden erwartet. Unter anderem werden wir etwas berichten über das World of Warcraft Trading Card Game. Da ist was ganz Neues rausgekommen, Fires of Outland. Und natürlich auch der geschmolzene Kern. Hätte man gar nicht drauf kommen können. Wir haben richtig viele Sachen zum Verlosen, richtig fette Sachen. Das ist alles euers hier. Was das ist, werden wir noch mal näher drauf eingehen. Im Moment noch nicht. Und dann haben wir natürlich noch... Dann haben wir noch eine Zusammenfassung des Raids vom vergangenen Samstag. Für alle, die nicht zuschauen konnten, werfen wir noch mal
einen Blick auf einige, nicht alle, aber auf einige der Bosse und so ein bisschen auf das Surrounding, was dort geherrscht hat. Das VOD ist übrigens auch schon on, da könnt ihr euch nochmal angucken. Und wir haben noch die erste richtig, richtig geile Instanz in der World of Warcraft, noch in der alten. Genau, nämlich das Scharlachrote Kloster. Wir werden regelmäßig angeschrieben, wir sollen nochmal Content bringen für diejenigen, die noch nicht 70 erreicht haben. Dem Wunsch beugen wir uns natürlich gerne. Eine Instanz, die sehr schön ist, sehr fordernd auf Level 40. Werden wir euch zeigen, das Scharlachrote Kloster. Und dann als absoluten Höhepunkt der Sendung... Da müsst ihr noch übrigens mitmachen. Also ja, wenn ihr einen um die Level 40 Charakter auf Ereda habt, also so zwischen 38 und 45, nehmen wir alles. Allianz Ereda, ab zum Scharlachroten Kloster. Wir nehmen euch mit, wir bauen unsere Gruppe aus euch. Wir haben nur einen Charakter, also für vier von euch ist Platz. Schnell ins Forum reinschreiben, wer ihr seid, damit wir euch anwispern können. Und dann haben wir noch die Community-Gilde. Gilden, lange gefordert, was da sich hinter verbirgt. Erzählen wir uns gleich. Wir müssen Werbung machen. Wir reden schon wieder zu viel. Bis gleich. Stimmt, dann macht er das Ding ein. Ed? Super, haben wir. Ja, ich habe so gerade eben einmal sehr cool das Gigasticky-Admin benutzt. Ich bin halt richtig klug, was sowas angeht und durfte da ein bisschen was rumschimmeln.
Wir sind wieder da und womit könnte man besser in so eine Hammer-Sendung, in eine 2-Stunden-Wow-Sendung starten, als mit einem sehr nützlichen, sehr inhaltvollen und sehr sinnigen Add-on der Woche. Warte mal. Nee. Hast du wieder wach geschlafen, Herr Kamholz? Nee, du hast mir nicht genau zugehört. Ich sage das nochmal, was ich gerade gesagt habe. Hör mir gut zu und ja, antworte darauf. Dann guck ich. Womit könnte man so eine Sendung sinnvoller eröffnen als mit einem Add-on der Woche? Nein, das ist nicht richtig. Es gibt was Sinnvolleres. Worauf willst du hinaus? Ich versuche es nochmal. Ich stelle dir einfach nochmal genau den gleichen Satz. Nein, Regie, helf ihm nicht. Aus. Also, hör mir zu. Robin! Ja. Doch. So, womit könnte man eine Sendung besser eröffnen als mit einem Add-on der Woche? Ja, und? Was denn? Diese Antworte einfach. Ich stelle dir eine Frage, du kannst einfach antworten. Ja. Womit könnte man eine Sendung besser eröffnen als mit einem Add-on der Woche? Mit was anderem. Ja, hab's verstanden, ey. Phil, nochmal. Pass auf, wir schreiben es auf. Hier. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja gut, ich gebe dir noch eine Chance. Hör mir einfach nur zu und überleg dir eine sinnvolle Antwort. Womit könnte man eine Sendung wie diese besser eröffnen als mit dem Add-on der Woche? Mit WoW-Impressionen. Das ist richtig. Naja, schon. Im Prinzip, Robert. Das habt ihr mir aufs Ohr gesagt. Ja, es ist ja auch richtig. Du hättest einfach sagen können, nein, womit, also bleib mal, ich frage, womit kann man das besser eröffnen? Du sagst, noch besser, nur mit einer Zusammenfassungsmatz am Samstag. Vielleicht wäre ja doch das Add-on der Woche besser gewesen. Richtig! Das also kommt das nochmal ganz kurz, das waren die Side-Events, die wir am Samstag noch neben dem WoW-Raid hatten. Die Zusammenfassung des WoW-Raids werdet ihr auch noch sehen, also wir werden euch die Bosse nochmal im Schnelldurchlauf zeigen. Aber vorweg ein sehr nützliches Add-on, ein Tool, das uns zumindest am Samstag ein bisschen geholfen hat. Genau, denn wir haben natürlich die Bosse getötet, wie es sich für einen erfolgreichen Raid gehört. Aber wenn man mal reinschauen möchte, was das Ganze denn droppt, beziehungsweise wenn man es vorher schon wissen möchte, dann haben wir hier ein wundervolles Add-on, das wir hier auf meinem Rechner mal uns anschauen. Ich scroll das mal gerade ein bisschen größer, auch wenn er hier ein bisschen so, mit schön Mitte des Bildschirms, schön groß machen. So, und hier sehen wir den allseits bekannten Kartographer und den gibt es nämlich jetzt in einer neuen Version. Der Kartographer hat nämlich mittlerweile schon eingefügt, den Mount Hyjal, den hat er vorher schon gehabt, aber mittlerweile sind die Bosse eingepflegt. Das heißt, ihr könnt jetzt euch anschauen, was die Bosse im Mount Hyjal droppen. Das heißt, wenn ihr kurz davor seid, da reinzugehen und sagt, okay, ich muss mich entscheiden, komme ich lieber mit, komme ich zu Furor Winterfrost mit oder komme ich dann doch zu Azkalor mit, dann guckt man sich ganz schnell den Loot an, den dieser wundervolle
den dieser wundervolle Boss hat. Zum Beispiel, das muss man immer einstellen. Zum Beispiel hier, was weiß ich, die Klinge des Fährtenlesers. Da sehen wir genau, was die kann. Und wir sehen natürlich noch die ungefähre Prozentzahl. Das Ding habe ich gerade nicht eingestellt. Ach so. Oder was weiß ich, ich sage mir Azkalor, okay, der ist mir irgendwo wichtiger, weil der droppt nämlich hier den Gut der Hoffnung. Und dann kann ich mich wunderschön entscheiden, wo gehe ich denn bei welchem Wichtiger Boss mit rein. Wichtiger fände ich jetzt, dass du jetzt mal im scharlachroten Kloster guckst, was dort für Jäger genau, gibt. Das ist unter anderem auch ganz nett. Und zwar gehen wir dann mal in die östlichen Königreiche und wir wollen ja in die Kathedrale. Und dort schauen wir uns mal an. Kathedrale. Der Epix? Nee, Epix, das war nicht der. So, muss ich erstmal nochmal. So, da sehen wir alles, was hier schön droppt. Der grüne Turm, Epix. Der grüne Turm? Die Stiefel der Vermeidung, Epix. Ja, irgendwie ist das... Ist ja nicht mehr so viel, ne? Droppt ja nur drei Sachen. Genau, einmal die Kappe, sehr schön, habe ich damals als Magier auch gehabt. Und das Amulett, ist eine Halskette. Beide schöne Sachen, die ich mit meinem Magier abgegriffen habe auf dem Level. Mittlerweile zwar nicht mehr, aber das ist ein wunderschönes Tool. Ihr könnt euch es runterladen auf giga.de in der WoW-Sektion. Da haben wir nochmal einen Artikel veröffentlicht zum Kartographer in der neuen Version. Schaut es euch an und ihr werdet es lieben. Wir haben zwei gute Kommentare jetzt schon. Und zwar einmal vom Lord Fast for You eine Frage an dich. Ich weiß, wird schwierig. Es ist eine Frage. Nein, lass sie mir dich stellen, dann geht es vielleicht ein bisschen einfacher. Ist dein Gehirn etwa so groß wie dein Char? Lord Fast for You, das ist eine bodenlose Frechheit, den Philipp sowas zu fragen. Natürlich nicht. Dein Char ist ein Gnom und hat mindestens ein Gehirn wie ein Taure. Du bist nur momentan ein bisschen voll und überlastet und braucht deswegen ein bisschen. Ja? Frechheit sowas. Ja? Oder, auch schön von Izuma, gib dem Film mehr Spickzettel. Wir arbeiten komplett ohne, dass wir live sind. Was hat das mit Spickzettel zu tun? Die Antwort draufstehen können. Ach so. Ja. Ihr könnt natürlich weiter gerne posten und schreiben. Ansonsten ganz wichtige Sachen, die ich noch ankündigen möchte. Erstens, packt euch euer WoW, macht das schon mal irgendwo im Hintergrund auf, dass ihr nachher ready seid, denn wir verkünden A, den Server und B, die Stadt und C, den Namen der beiden Gilden auf dem Server, die wir nachher eröffnen werden, um mit euch zusammen zu spielen und der Community und Neueinsteigern das WoW-Spiel ein bisschen einfacher zu machen. Und B, wenn ihr einen Charakter auf Erida habt, um Level 40 herum, so zwischen 38 und 45, dann findet euch doch bitte um ca. 21 Uhr vor dem scharlachroten Kloster ein. Ich hoffe, wir können das Ganze mit einer Gruppe um die 40er machen und müssen nicht die Marlene mit dem Taurenhirn dazu holen. Das hoffe ich mal nicht. Die Marlene möchte eigentlich zu Hause bleiben. Ja. Starten wir mit einer unserer Bosse aus dem Mount Hyja. Wir haben gedacht, die ersten beiden lassen wir euch einfach mal weg und nehmen dann Azkalor, Khazrukal, Aniteron. Aniteron ist der zweite, also ich glaube Azkalor. Ich glaube Azkalor, den dritten auf jeden Fall. Wir werden natürlich auch ein bisschen was darüber erzählen. Liz zieht sich ein bisschen Shadow Protection an. Dietrich. Wir hören Dietrich. Ja, wir hören Dietrich. Originalkommentar übrigens. Der dritte Boss. Können wir ein bisschen lauter? Khazrukal. Khazrukal ist es übrigens. Kommt man aber auch mal durcheinander. Da kommt er auch schon angelatscht. Das machen alle Caster, da er eine Art Mana-Burn hat. Das Tolle ist, da hinten das Schwert, was der Khazrukal in der Hand hat, das droppt Archimon. Ist ein Zweihandschwert. So viel zum Thema logischer Loot. Der kommt ja erst. In World of Warcraft. Eben, der kommt ja noch. Was wir euch auch noch auf jeden Fall mit an die Hand geben wollen, ist der Hinweis auf das VOD zum Raid. Wir haben die 5 Stunden hochgeladen, ihr könnt sie euch anschauen. Es gibt auch eine News bei uns auf der Seite, auf giga.de, wo ihr das Ganze findet. Und dann könnt ihr euch diese ganzen vollen Stunden plus Side-Events, plus Feuerspucker, plus Ritter, plus Mym, die zweitbeste Gilde der ganzen weiten Welt, hier bei uns könnt ihr euch alles nochmal antun. Und Flo, sag doch nochmal was. Du kannst ja jetzt kannst du mal zeigen, dass du auf jeden Fall dort sehr zu Hause bist in dieser Instanz und noch mal ein bisschen was an Kommentaren raushauen. Einmal die Woche 4 Stunden, ne? Dann ist bei uns auch leer. Wir hören ja Dietrich, das ist doch eigentlich schon top. Der erklärt doch hier alles zum Boss. Wo war denn das nochmal? Ich glaube, das ist der, ach Gott, jetzt bin ich aber auch gerade, da muss doch mal näher rangehen. Kein Mana besitzen und daher gut Schaden verrichten können, ohne auf diesen Debuff zu achten. Wir reden jetzt. Dietrich, machen wir mal ein bisschen leise. Und ich erkläre kurz was. Also grob zusammengefasst, der macht ab und zu einen Debuff auf
bestimmte Spieler oder der pumpt den halt das Mana weg. Ja? Der bringt einen gewissen Prozentsatz an Mana zum Explodieren. Und wenn man damit leer geht, also wenn dann das eigene Mana weg ist... 3000 war die Grenze, oder? Ich glaube 3000 macht er. 2500 oder 3000 verbrennt er. Und wenn damit das Mana weggeht, also das heißt, wenn du unter 3000 hast, dann explodierst du und bringst alle um, die bei dir in der Nähe stehen. Grob zusammengefasst. Ja, das heißt, schön Mana-Pots bereithalten, genau. Oder wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann außerhalb des Camps rennen, dass man wirklich wegkommt von den anderen Spielern, um friedvoll. Und vor allem möglichst wenig Schaden machen, beziehungsweise möglichst wenig Mana verbrauchen als Mana-Klasse. Hier sind besonders die Melee-Kämpfer gefordert, die hier Khazro-Ghal fast im Alleingang down machen sollten, beziehungsweise man macht dann so Spielchen wie, wenn man zwei Shadow Priests dabei hat, packt man beide Shadow Priests in eine Gruppe, weil die sich dann gegenseitig so sehr mit Mana vollhauen, dass sie eigentlich gar nicht mehr umgehen können. Packt dann da halt noch drei weitere Caster rein, das heißt, diese Gruppe wird schon mal überhaupt nicht um. Dann muss man darauf achten, dass man Mana-Tide-Totem vom Schamanen sowas stellt, dass Anregen genutzt wird und ähnliches. Dass also alle Mana-Klassen immer über einem Mana-Anteil von 3000 sind. Wir können da nochmal kurz reinhören, was der Dietrich und der Mac uns da erzählt haben. Wollen den Tank gut heilen. Yeah. No, you're going to see Prophet start to do some really nasty DPS now as he gets low. When Prophet macht gerade sehr starke DPS. He'll be able to execute and he'll pop Recklessness, I guess. Wenn der Boss unter 20% ist, wird Prophet wohl Recklessness machen und executen. Ist es ein schwieriger Boss, ein schwieriger Encounter? He's popped Recklessness now, so you'll see some really big chains of crits start to come in. Er hat Recklessness aktiviert. Jetzt werden einige hohe Crits kommen, wie man sieht. Mit Execute. Oh, Storm. Ein schwieriger Boss oder leicht? Actually, the first time you come across this boss, he's going to be quite hard. Am Anfang ist dieser Boss wohl eher sehr stark. Vor allen Dingen, wenn man noch keine Schattenresistenz hat aus dem Black Temple. Allerdings, wenn man die Schatten... Without the Shadow Resistance Gear, I would say it's one of the hardest bosses in the game to do without that gear, because it makes a huge difference to the amount of mana you have. Wenn man allerdings den Schattenwiderstand hat, ist der Boss relativ leicht. Da. I didn't see the loot. I think I saw the hunter. Der Loot habe ich noch nicht gesehen. Ich aber. I think I saw the hunter shoulders. Die Hunter-Schultern eventuell. These are interesting, these ones, and they're not that popular. Oh, no, I think the hunter shoulders, was it them? I didn't see. No. It was the hunter and the rogue shoulders. Okay. Yeah, it's the leather shoulders. Also wir haben die Lederschultern für which are good for rogues. They have a lot of crits. Weil sie sehr viel Crit haben, sehr viel Angriffskraft. And I think we're going to get that up, shown up here on the laptop. But that's an excellent item for rogues. Was uns nachher vorgeworfen wurde, dass wir nicht lange genug auf den Loot eingegangen sind, okay, das stimmt. Ein bisschen. Wir haben es ein bisschen, aber... Nee, ich meine ganz ehrlich, es gibt inzwischen so viele einschlägige Seiten und Programme, die wir auch gerne hier immer wieder vorstellen, Add-ons, wo man sich sämtlichen Loot der Bosse anschauen kann. Und ich denke, die Taktiken und die Art und Weise, wie der Boss zu killen ist, ist in jedem Fall wichtiger als der Loot. Man sollte nie WoW nur wegen Loot spielen oder Ähnlichem. Vor allem den Loot kann man sich ja, wie gesagt, mit diesem wunderschönen Kettengrafer alles nochmal selber WoW anschauen. WoW-Head, auf Buffed, auf Thoughtbot, auf Alakazam, auf hast nicht geschissen, auf so vielen Seiten... Aber es soll ja genug Leute geben, die den Encounter total kennen, aber den Loot noch nicht. Das glaube ich nicht. Kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Übrigens, wir haben Reliquaries of Souls vorgestern gekillt und ich habe Loot bekommen. Mittlerweile doch schon. Das ist aber schnell gegangen bei euch, muss ich schon sagen. Noch schneller geht's mit der Werbung. Wir haben noch mal ein kleines bisschen und dann stellen wir euch noch das neue Set vom World of Warcraft Trading Card Game vor. Nein, diese eine Frage noch. Regie, eine Frage noch an den Florian. Nee, von den Florian. Und zwar fragt der, ich hab's dir, wie oft ich dir? Ja, irgendwer fragt auf jeden Fall, hier. Von Inimika, Phil, wie oft pro Sendung überlegst du dir, Flo spontan einen in die Fresse zu hauen? So viele Finger hat meine Hand nicht. Aber er tut's nie. Bis gleich.
Phil kommt zurück, 2 Stunden World of Warcraft, 2 Stunden WoW warten auf uns. Ja, Kamolz? Nix. Was denn? Ich will nur mal lieb zu dir sein. Die Leute fragen mich, warum ich dich immer nerve, dass du fast austickst. Das wäre nicht nett. Ich bin einfach nur mal lieb zu dir sein. Ja, du kannst auch ohne nur mal lieb Hände zu dir lieb sein. Sein. Wir haben jetzt, ich kriege Angst. Wir haben das World of Warcraft Training Card Game natürlich für euch. Wir haben Fires of Outland. Das heißt, das neue Set, es gibt diesmal keine Starterboxen dazu. Wir kennen das aus Dark Portal oder Helden von Azeroth. Da gab es ein Starterpaket. Sehen wir auch hinter uns am Tisch. Das haben wir nämlich für euch zum Verlosen bereit. Und im dritten Set, Fires of Outland, oder wie es in Deutsch heißt, Feuer der Scherbenwelt, gibt es das Ganze nicht. Das gibt es schon in Deutschland. Das ist weil ein es deutsches. Hier ist. Das ist aber ein deutsches. Da steht 5 Spielkarten pro Packung drauf. Dieses wundervolle Set ist, ich habe mir das aufgeschrieben, das dritte in diesem Jahr. Upper Deck hat sich vorgenommen, 3 Sets pro Jahr rauszubringen und diese 3 Sets bilden einen Block. Das heißt, dieses Set fügt sich so ein bisschen nahtlos ein in die ganzen Geschichten, die vorher waren. Wir haben mit Azeroth haben wir die alte Welt, wir haben im Dark Portal so den Übergang, die Zwischenstation zwischen, ich weiß, warum er so, wir kommen gleich darauf, warum er so scharf auf dieses Ganze ist, die Schnittstelle und hiermit wird jetzt komplett die neue Welt abgedeckt. Und wir haben jemanden in der Leitung, der uns ein bisschen was, genau, das ist auch neu, wir haben den Thomas in der Leitung, den Tommy, das ist der Chef von Warcraft-TCG, das ist die größte Seite in Deutschland für diese schönen Sammelkartenspiele von Upper Deck. Kann ich haben, weil nichts drin ist, ne? Herr Kamus möchte nämlich hi, Thomas. Den Thema. Hallo Thomas, grüße dich. Florian macht dir schon fleißig das Deck auf, um hier den spektralen Tiger rauszuholen. Ich habe echt Angst, dass er mir hier nichts mehr überlässt. Schön, dass du da bist. Ich habe dich gerade schon vorgestellt, Chef von Warcraft-TCG. Und natürlich unsere Frage her, das Ding ist schön zum Sammeln, aber das Ding erfüllt ja auch einen spielerischen Nährwert. Wie fügt sich Fires of Outland in die Packung oder in die gesamten vorhandenen Karten ein und wie nehmen die Spieler das überhaupt an? Ja, du hast ja schon gesagt, das ist also das dritte Set, was Upper Deck, also das dritte Booster-Set, was Upper Deck jetzt herausgebracht hat, seit letzter Woche Mittwoch ist es im Handel. Zuallererst haben wir natürlich wieder 8 neue Helden und damit deckt also jetzt jede Fraktion bei jeder Klasse auch den dritten Talentbaum ab. Also wir haben auf Allianzseite jetzt den Furorkrieger oder die Furorkriegerin mit Philet und so halt für jede der neuen Klassen innerhalb der Fraktion wird also die dritte Talentspezialisierung abgedeckt. Mhm. Ja, dann sind natürlich für jede Klasse wieder neue Fähigkeiten rausgekommen, neue Verbündete für jede Fraktion, neue neutrale Verbündete. Du hast den Spektraltiger angesprochen. Neue Ausrüstung, Waffenrüstung, Gegenstände und natürlich neue Questskills abzuschließen. Ändert sich denn spielerisch auch etwas für den geneigten Spieler? Weil man denkt ja 3 Sets im Jahr, das heißt 3 Sets bilden einen Block. Das ist das dritte Set in diesem Block. Ändert sich dann spielerisch überhaupt was oder wartet man damit bis zum nächsten Block? Also in dem Set jetzt sind keine neuen Schlüsselwörter rausgekommen, also es gibt keine neuen Spielmechaniken. Das ist also wirklich eine Ergänzung zu den bisherigen beiden. Es wird sich sicherlich spielerisch was ändern. Also wir hoffen mal, dass sich in der Turnierszene vielleicht der Krieger etwas zurückdrängen lässt und andere Klassen da ein bisschen mehr auf dem Vormarsch sind. Aber das werden wir sehen. Das lässt sich so jetzt noch gar nicht sagen. Das Set wird erst nächste Woche Freitag legal. Mhm. Und dann übernächstes Wochenende in Fürth ist die Deutsche Meisterschaft und da werden wir dann sicherlich mehr wissen. Das heißt, auf den Deutschen Meisterschaften jetzt am Wochenende, da kommen ja die ganzen guten Warcraft-Trading-Card-Game-Spieler zusammen, werden die dann schon die neuen Karten exzessiv spielen oder werden die sich lieber auf die alten Karten verlassen? Wir hoffen mal, dass die Leute auch die neuen Karten schon in die Decks integrieren. Das wird sicherlich so sein. Es gibt einen neuen, schönen, neutralen Verbünden. Chen Dormstout ist eine epische Karte, gezeichnet übrigens von Sunwise, das wird ja jedem was sagen, der als relativ stark eingeschätzt wird. Und ich denke schon, dass die neuen Karten gut spielbar sind auch, in Verbindung natürlich mit den alten.
Okay, nochmal kurz zu deiner Seite, die du ja aufgezogen hast, Warcraft TCG. Dort kann man ja auch, wenn man, was weiß ich, ich kaufe mir so ein Display, habe zigtausend doppelte Karten, was weiß ich, vor allem die Common-Karten, die weißen Karten, x-tausendfach, habe dann ein paar grüne, die auch doppelt sind. Die kann ich dann bei euch tauschen oder wie läuft das ab? Ja, also du kannst dich auf der Seite registrieren und sobald du dich registriert hast, hast du Zugriff auf deine Sammlungsverwaltung, kannst dort eingeben, was du für Karten hast, wie viel du von den Karten hast. Du kannst eingeben, welche Karten du noch suchst. Das können natürlich alle registrierten Nutzer machen, das wird auch exzessiv genutzt. Und dann kannst du halt über Kreuzvergleiche machen und gucken, wer hat Karten, die du selbst suchst und wer sucht Karten, die du selbst hast. Und da lässt sich halt wunderbar auch ein Tausch dann darüber abwickeln. Sehr praktisch, dann werde ich das auch mal in Zukunft in Anspruch nehmen. Schönen Dank, dass du uns dann für ein kleines Interview bereitgestanden hast. Ja, kein Thema. Schönen Dank, Thomas. Grüße und wenn ihr mehr wissen wollt über Warcraft TCG, dann geht doch einfach auf giga.de in die News rein und dort haben wir die Seite verlinkt. Dort könnt ihr eure Sammlung anlegen, könnt tauschen und vielleicht tauschen wir ja dann mittlerweile. Und ein weiteres Deck, was rausgekommen ist, bevor du hier alle aufmachst. Ich wollte aufmachst, nur die zeigen, was hier alles es so gibt besonders jetzt gibt. Urfeuer zum Beispiel, ist ganz neu. Was ich ganz cool finde, das ist auch eine echte Neuerung. Molten Core, das zweite Ratic ist rausgekommen. Onyxia gab es ja schon, jetzt gibt es mittlerweile Molten Core. Und das Coole ist, das ist echt so aufgebaut, wie wirklich die Instanz. Das heißt, ihr habt die Instanz, kennt die Instanz, dann heißt, ihr kennt auch den Kollegen hier, nämlich Ragnaros. Jetzt hast du, ist das meine? Ich denke, meine liegt noch oben. Nee, das ist deine. Mhm. Das ist deine. Ja. Wieso hast du dann meine mitgenommen? Keine Ahnung, warum ich glaube, deine mitgenommen habe. Das ist einfach die wir verlosen werden hier, oder? Nee, die steht da vorne. Okay, dann hast du meine du und ich habe deine. Ja, komischerweise. Egal, auf jeden Fall, wir haben hier zum Beispiel die Bosse. Ragnaros haben wir hier, aufmachen. Den muss man besiegen. Und wenn man Ragnaros besiegt, dann hat man die Instanz gewonnen. Ja, ich weiß, ich muss aber ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Wir haben ganz, ganz viele Bosse, die haben Trash-Mobs. Es gibt zwischen den Bossen Trash-Mobs und ihr müsst mit eurer vorgegebenen Anzahl an Lebenspunkten, müsst ihr die Instanz komplett durchschaffen. Das heißt, beim ersten Boss 50% könnt ihr sofort aufhören. Kann ich heilen? Und am Ende gibt es dieses wundervolle Loot-Paket mit besonders tollen Karten drin und vielleicht ist da sogar eine Karte drin. Ist das nämlich, so? Ja, kann in dem Loot-Pack sind auch eine Loot-Karte drin. Oh. Das ist eine der Loot-Karten, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, um sie hier mal zu zeigen. Muss ich da reinhalten, genau. Mit dieser Karte bekommt man einen Goblin Gumbo, damit bekommt man so einen komischen Topf, Eintopf oder so und damit kann man dann so Gift spucken. Und, genau. Was es damit auf sich hat, werden wir auch noch sehen, denn diese Karte, die gehört uns. Wir sind uns nur noch nicht ganz einig, wem von uns beiden. Deswegen haben wir uns heute wieder ein neues Phil vs. Flo überlegt. Und wer von uns beiden das blaue Auge hat, nach dem folgenden kleinen Filmchen, der bekommt die Karte auf jeden Fall nicht. Boss Nummer 4 aus dem Mount Hyjal, frisch serviert und gekillt am Samstag. Einige unserer Schurken benutzen Feuerwiderstandsausrüstung. Unsere Heiler benutzen eventuell auch Schattenwiderstand. Das hat den Grund, dass er einen weiteren Debuff benutzt, und zwar einen Stille-Effekt, der vor allen Dingen für die Heiler sehr unangenehm wird. Deswegen benutzen diese den Schattenwiderstand, um eventuell diesen Silence-Effekt zu widerstehen, damit der Tank auch nicht stirbt. Okay, we had a slight thing there where the NPC had aggroed the mob, so Tiger wasn't able to get aggro, but now you'll see how he's pulling the boss into the correct position. Der Boss wird jetzt nach hinten gezogen. So if you resist those silences and keep hitting the tank, keep healing the tank, the tank takes a lot of damage on this fight. It's a real MT healing fight where you need to keep healing that main tank. Ein wichtiger Aspekt dieses Kampfes ist, dass der Tank gut geheilt wird aufgrund des Stilleffekts. When Mist is selecting Azgalor, he's got, you can see his name on the top left, his target on the bottom left, which is Azgalor with the red health bar, and then you can see the health of the main tank just to the right there with the brown. Im Interface sieht man oben rechts den Tank. Yeah, and during the silence, that's when that health is liable to go. Während des Stilleffekts wird diese Trefferpunkte mehr oder weniger nach unten gehen, das sieht man dann auch. Right. Now you've seen that Macken, the Paladin, who we were popping earlier, he's got the Doom. This means Macken, der Paladin, den wir gerade gesehen haben. This means that when he dies, he's gonna spawn a Doom Guard, which you can just see at the top of the screen now. Yeah. Hat den Verdammnis Debuff. Is picking up that Doom Guard and off tanking it. What it means is that you get a dot put or a debuff put on you, which means that when you die, it spawns the Doom Guard. And usually what we're doing is Soul Stones and Combat Resist to take this into account so we can get the people up. Man bekommt einen Debuff, durch den man nach kürzerer Zeit, beziehungsweise wenn man stirbt, eine
eine Doomguard spawnt und diese Doomguard muss aufgetankt werden, was hier gerade durch einen Fell-Druiden geschieht. Damit diese Spieler danach direkt wieder in den Kampf eingreifen werden, werden sie allerdings durch Druiden Combat Rest bzw. bekommen Soul Stones. Was ist das Schwere an diesem Encounter? Woran scheitern viele Gilden? What is the most difficult aspect of this? Oh. There's, to be honest, it's one of those fights where there's quite a few tricky elements. One is the Doom, just making sure that you manage the Doom Guards and keep them in the same place. Es gibt mehrere Aspekte, was wegen der Kampf schwierig ist. They'll move to the back of the raid to die, so that they can easily pick up the Wichtig ist, dass wenn die Spieler diesen Doom Debuff haben, so schnell wie möglich vom Raid weggehen. That we then have a Restoration Druid and a Shaman, making sure that those off tanks get lots of heals. Wir haben einen Restoration-Schaman und einen Restoration-Druiden, die Off-Tanks für diese Doomguards heilen. One of the biggest reasons that you would have wiped on this fight near the start, maybe when the tank gear wasn't so good, was the AoE silence and tanks dying during that silence because you couldn't. Am Anfang ist es ein großes Problem, dass während des AoE-Stilleffekts eventuell der Tank verstirbt. And finally the AoE damage from the rain of fire. Und natürlich der Feuerregen, der den ganzen Schadensglas bzw. den ganzen Heiler nochmal zusätzlichen Schaden verursacht. Okay. We actually saw there a classic example of what happened there. I didn't see who it was, but one of our raid members got the Doom. As soon as he got the Doom, he started moving towards the back of the raid and missed Soulstone him. So as soon as the Doom Wir haben ja einen klassischen Fehler, den gerade ein Raid-Mitglied begangen hat. And then he's back up into the raid and doing some damage or whatever. Earlier someone was asking a question about main tank HP. You can actually see it there. It's 23.7. Ein Spieler hat gerade den Doom bekommen, ist allerdings zu früh rausgerannt und hat daher keinen Soulstone bekommen und liegt jetzt tot hinten. Yeah, so this seems to be going fairly well. We're sub 20%. Läuft recht gut. Wir sind unter 20%. Pretty much everyone seems to be alive. Fast jeder ist am Leben. Einen Caster ist tot. No one. Pardon? No one. No one's dead. Keiner tot. Noch besser. Sorry, I can't really see very well on the grid. Two. Kann nicht allzu gut sehen. We use. This is really the key to the fight. When people go down, I think Makalina, he got a combat res. Das Wichtigste ist, wenn jemand stirbt. Yeah. You can see at the back there. Also direkt gerest werden. Just showing that now how. Hier hinten sieht man, wie die Doomguards aufgetankt werden. We're never using any DPS on them. Wir machen keinen Schaden auf den, außer Thrall. And we use Thrall to DPS them. Thrall tötet diese. Can't he die during that? Actually, what happened was Thrall was too strong, and then they nerfed him and brought his HP down, and then they boosted. Then he was too weak, so he died from the rain of fire and such. Thrall konnte am Anfang nicht sterben, dann hat man seine Trefferpunkte reduziert, weil es doch dann zu einfach war, da er den Kampf ohne weiteres eingreifen konnte. Dadurch waren seine Trefferpunkte aber zu gering, dann ist er am Feuerregen down gegangen. Das habt ihr alles verpasst am Wochenende. Es war wirklich hervorragend. Das VOD ist offen und wow, Flo, du hast echt heute einen Rappel. Mach die Karten auf und vielleicht kriegst du ja dein Tigerchen. Dann hat die liebe Seele endlich Ruhe. Wir kommen gleich noch ein paar zu einem Boss steht noch. Den müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Wir haben das Scharlachrote Kloster. Für alle, die noch nicht so sicher im Spiel sind, die noch nicht auf dem Level 70 sind, sondern Level 40. Ihr könnt mit uns spielen. Geht bei uns ins Forum. Schreibt rein, wenn ihr mitspielen wollt. Da ist ein Thread offen. Auf jeden Fall rein. Irida, Allianz, ungefähr Level 40. Und dann geht's jetzt gleich hier, Flo versus Phil, um diese wunderschöne Karte. Wer die bekommen wird, wir wissen es noch nicht. Bleibt gespannt. Und bleibt dran vor allem.
willkommen zurück. Die Frage kommt auf, was die Karten kosten. 4 Euro. 15 Karten sind da drin, unter anderem diese neu designten UDE-Punkte-Karten, für die man, eingeben kann und Punkte für bekommt, um bei Ingame-Sachen. Neuerdings hat man jetzt auch hier so Ressourcen drauf, die kann man sammeln und als Rezept kann man, es gibt Rezepte, dafür braucht man mehrere dieser Karten und wenn man die zusammen hat, kriegt man auf Events ein paar Promokarten. Das ist der Sinn der neu designten UDE-Karten. So viel dazu, das Raid-Deck 20 Euro, jetzt schlag mich tot, 20 oder 30 Euro. Aber wie gesagt, ihr könnt es hier gewinnen, wir erzählen uns gleich, wie man es gewinnen kann. Und wir haben uns ausgedacht zum Thema auch kein Glück. Goblin Gumbo. Das Gumbo. Müssen wir, Goblin Gumbo. Und Gumbo. Zwar, attached to target Ellie, ongoing, attached Ellie has minus 2 attack points. When Goblin Gumbo enters the graveyard from play, put it from the graveyard on top of the... Ist auf jeden Fall eine Ingame-Loot-Karte. Und eigentlich hatten wir gesagt, wir machen so ein richtig geniales Spielchen. Hatte ich mir super überlegt, war absolut fair, konnte nicht mal ich bescheißen, obwohl ich gerne bescheiße. ja, unsere Praktikanten haben es auch versaut, Phils Charakter rechtzeitig irgendwo hinzustellen. Insofern steht er jetzt an der Stelle, wo ich ganz ehrlich sagen muss, er hätte so einen riesen Nachteil, dass es mir nicht mal Spaß machen würde, dieses Spiel zu spielen. Weil dann könnte ich sie einfach direkt einstecken. Deswegen habe ich mich breitschlagen lassen, dass wir es doch ein bisschen anders machen. Und zwar haben wir eine Idee von Neo und King Konse aufgenommen aus dem Forum, und zwar eine Community-Giga-Gilde zu gründen. Gilde zu gründen. Fängst du jetzt schon an, oder was? Nein. Achso. Nicht bescheißen. Nein. Und da haben wir beschlossen, dass wir eine Horde und eine Allianz-Gilde machen, beide auf dem gleichen Server. Die Horde-Gilde wird natürlich von mir geleitet und die Allianz-Gilde vom Phil. Namen haben wir uns auch schon überlegt. Wir haben auch schon eine kleine Gildensatzung verfasst. Ich kann da mal einen Auszug schon mal draus vorlesen. Hast du die schon online gestellt? Nee. Es gibt nämlich jetzt... Für mich erstmal. Könnt ihr rein. Es gibt ein extra Forum. Bei uns im Mauforum gibt es ein Unterforum. Da kommt auch noch nicht jeder rein. Für die Gilde, es gibt ein allgemeines Forum, da kann jeder reinschreiben und es gibt getrennte Foren, einmal für die Horde. Das heißt, wir stellen das Forum für unsere Community-Gilden zur Verfügung. Einmal für die Allianz, einmal für die Horde. Da kommt man mit Zugangsberechtigung rein. Das Ganze, wie das Ganze funktioniert, erklären wir euch noch, kommt auch in den News. Aber die Namen sind sehr, sehr wichtig. Wir haben uns entschieden. Ich kann aber noch nicht die Namen sagen. Nicht? Nee. Aber ich meine, das Geile ist ja, wer kann schon bitte sagen, dass seine Adresse vom Forum der Gilde ist? Forum.giga.de. Ja? Ey, wie ist denn euer Gildenforum? Forum.giga. Achso, wir wollen ja noch schon sagen, sehr cool. Was hier... Aber wir werden diese Karte bekommen, indem wir einfach mal machen, testweise, wer von uns beiden bekommt eher die 10 Unterschriften für die Gildensatzung zusammen. Ihr wollt alle in die Allianz-Gilde. Ist völlig uncool. Ihr wollt alle in die Allianz-Gilde. Ihr wisst, dass die erwachsenen, reifen, coolen Leute halt eher mal Horde spielen. Oder ich sag ja, ihr wollt alle in die Allianz-Gilde. Weil da nicht so ein... dämlicher Chat ist, wo die Kinder die ganze Zeit rumflamen und weinen. Außerdem wollt ihr später auch im PvP mal was reißen. Ja, deswegen wollt ihr alle in die Allianz-Gilde. Wie die jetzt heißt, weiß ich nicht. Aber wer die meisten Gildeneinladungen heute Abend hat, kriegt diese wunderschöne wer Karte. Hat verdient? Mehr Infos Server dazu sagen wir schon? gleich. Server sagen wir schon oder zeigen wir erst Archimund? Server sagen wir schon. Und zwar wir zeigen erst Archimund. Und dann sagen wir den Server. Wir zeigen euch erst, wie Archimond am Wochenende gefallen ist und ich habe gezittert. Ich stand wirklich hinter nur noch so vor dem Fenster. Bitte nicht wipen, bitte nicht wipen. Wir hatten nämlich keine Zeit und das sah man auch. Perfekter Kill von Curse Gaming gegen Archimond. Das Wichtigste ist wirklich, dass kein Spieler stirbt. Man wird auch gleich diese Flammenspuren auf der Erde sehen. Wenn ein Spieler durch diese Flammenspur durchläuft, bekommt er noch einen Dot und das erzeugt nochmal zusätzlichen Schaden. Now, this fire alone would not create any problems because you could just move away from it and we'd be fine. But Archimond does an AoE fear, and when you get feared into fires, and you start running through them, and this is where the problems begin. Now, there are of course a lot of ways to counter that. Here you'll notice that we have switched our setup, and we are now using 4 shamans in the raid. Das nächste Problem ist der Fear von Archimond, der den gesamten Raid betrifft. Hier haben wir das Problem, dass zum Beispiel einige Spieler einfach durch diese Feuerflammen hindurchgeführt werden und dadurch nochmal zusätzlichen Schaden erleiden. Wir haben gerade das Lineup etwas umgestellt. Wir spielen jetzt mit 4 Schamanen. Actually, a point. We should maybe switch Ponky with one of the mages in the group setup, because basically, switch Ponky with one of the mages. Basically, what happens here is we want the 4 shamans for the tremor totems, which counter the fear. And what I'm saying that for tremor totem is because he doesn't have Will of the Forsaken like an undead. Das tremor totem den Feuchteffekt von den Spielern entfernt.
That's really why I've done that. So as you can also see, we're using 4 mages and one druid now for the decursing. We've dropped our feral druid. Wir benutzen he's no longer playing. 4 Magier und einen Restoration Druiden zum Decursen. Are you ready? Wir benutzen keinen Feral Druiden hier bei dieser Begegnung. And just one prop tank. So you'll only see our main tank in the raid now, Tigor. The second tank is no longer in the raid because he's not needed for this boss. Ein defensive tank hier bei dem Boss. The difficult part for the tank is that he must take all the fears. If he ever gets feared, then Archimonde will run, hit someone and one-shot them and they'll das Schwierigste hier für den Tank ist, dass er den Fear countert, dass der Fear gecountert wird, dass der Tank nicht gefeared wird. Hot. Ansonsten wird eventuell ein Spieler sterben und dadurch der Soul Charge ausgelöst. Der Endboss von Mount Hyjal, er wartet jetzt auf uns und wir sehen auch schon, der Kampf ist begrenzt. Man sieht hier direkt dieses Feuer. Die Spieler müssen von diesem Feuer entfernt stehen und sich sofort hinweg bewegen. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, einen Furchteffekt zu brechen, um den Flammen auszuweichen, dann ist es sehr schwierig, hier bei diesem Kampf zu bestehen. Am Anfang machen wir nicht allzu viel DPS. Bis zum ersten Fear. Hier haben wir den ersten Fear. Der Hexer Myst hat gerade den Feuchteffekt mit seinem PvP-Trinket gebrochen. Das sofort in Skull of Gul'dan, um zusätzlichen Schaden zu verrichten. We've seen, I think someone got knocked to the back there with the fire, but it should be handled. A very difficult section of fires there that the guys had to deal with, but I think they handled it well. Ganz großes Problem, dass die Feuerschlangen sehr unkontrolliert durch das Gebiet laufen. Und die ganzen Spieler müssen damit fertig werden. Einer wurde gerade damit in die Luft gekickt durch den Airbust, aber hat es Gott sei Dank überlebt. One of the abilities we haven't mentioned is the grip, which you're seeing in the, announced in the raid warnings. That's a curse that's going on random targets. The curse does progressively more damage the longer it stays on you, I think. But basically, we need to decurse that immediately. Okay, there's the next fear. The tank has taken it perfectly. Looks like he's taken a bit of fire damage and missed, and this group need to move away from this fire as quick as possible. Oh, and it's circled the tank. That's not a very nice position. Okay. Hier sehen wir gerade ein Problem. Der Tank hat zwar den Fear gut gebrochen, allerdings wurde gerade vom Feuer umschlossen. Mist wurde gerade in die Luft katapultiert. And he's knocked now. He's gonna have to use the tear. Land in the tree. Benutzt so, rechtzeitig. Tears of the Goddess. Hat damit den Fallschaden abgehalten. Eine weitere Fähigkeit, die wir noch nicht erwähnt haben, ist der Grip of the Legion. Das ist ein Fluch, der nur von Magiern und von Druiden entfernt werden kann. Und er verrichtet alle 3 Sekunden den Schaden und deswegen muss er so schnell wie möglich erfüllt werden. And the fire is chasing him. I don't think he took the debuff though, so he's just managed to get out of that on time. Mist ist Gott sei Dank rechtzeitig aus der Flammenwelle hinausgekommen. Now he has Bloodlust. They've popped Bloodlust, so you're going to see some serious DPS coming now. Bloodlust gezündet, um zusätzlichen Schaden zu verrichten. Stay focused. He needs to move away from the fire, though, and he's taking the Doomfire. So that's. Hier hat er das Doomfire bekommen. He's going to need some quick heals on him now. Jetzt benötigt er gute Heilung. Doomfire does progressively less damage the amount of time it stays on you. You see that. Mit der Zeit verrichtet das Doomfire immer weniger Schaden, aber speziell am Anfang ist es wichtig, 1650. Dass er gut geheilt wird. But the tank broke the fear slightly late, so Ronnie, one of our DPS warriors, he took one hit from Archimonde. Yeah. Fortunately, it was not a crit, so he didn't die. My tank hat gerade den Fear etwas zu spät gebrochen, daher wurde ein DPS-Warrior von Archimonde getroffen. Glücklicherweise hat er den Melee-Hit überlebt und dadurch ist es zu keinem Leid gekommen. Hier sieht man, dass der Spieler die Tears of the Goddess zündet. Vielleicht etwas zu spät, aber immer noch im Rahmen. Es leben noch alle. Es leben noch alle. Natürlich. He's on 47% now, so he's starting to get low. 47%. Everybody is on full health. It doesn't look like anybody really has the fire. Alle sind auf voller Trefferpunktanzahl. Sieht so aus, dass keiner den Fire Debuff ansonsten hat. Eine sehr gute Ausgangssituation für einen Kill. So they're just gonna go all out DPS. So as you can see, he's popped the Illidan trinket again for more haste. He's just going all out.
The idea here on the fight is to get him to 10% as fast as you possibly can. As soon as he makes it to 10%, you'll see what happens. But basically, there's a small event on the fight. Das Wichtigste ist, dass der Gegner so schnell wie möglich auf 10% gebracht wird. Was bei 10% passiert, sehen wir gleich. So, approaching 35% now. Tricky fear, but it's well handled. I think we have one. I think it's the Ponky, the Restoration Druid. He's been a bit isolated there by fires, but. Unser Restoration Druid Ponky ist etwas isoliert durch das Feuer, aber er kommt damit klar. There's a shaman getting low. Yeah, just continuing to go all out with the DPS. The fires, as you can see, despawn after a certain amount of time. Aber in einer bestimmten Zeit despawnen die Feuer auch. So really, it's if you get a section of bad fires, you have a certain amount of time to survive before it's okay again. So yeah, he's just pumping the DPS now, and as I say, when we get to 10%, it's an event, and that's kind of the end of the fight, to be honest. Ab 10% beginnt dann der Event, und das ist auch mehr oder weniger das Ende des Kampfes, was man gleich sehen wird. 20%. Sind bei 20%. The nerves are starting to kick in now, but the guys are doing a really good job. The DPS goes up. Die Leute machen einen super Job. DPS ist richtig gut. Let's change. Two Fury Warriors executing and. Zwei Fury Warriors executing. No, Ronnie is dead. Ronnie died. Wir haben hier den Soul Charge. Vier wurden zu spät gebrochen. Jetzt müssen sie so schnell wie möglich den Schaden machen, um diesen Soul Charge zu überleben. 11%. 11%, aber es sieht gut aus. Yeah. Und yeah. Der Event. This now means that, as you can see, everybody has protection of Elune. What has happened is Tyrande has come into the fight. And she has made everybody invulnerable to all damage. Mist, if you can just pop up a bit so we can see him. Was jetzt passiert ist, dass Tyrande in den Kampf eingreift. Jeder Spieler ist unverwundbar und können somit die letzten 10% ohne Probleme absolvieren. Und but it's a very nice event. Das war's dann auch schon. As you can see with the graphics, it looks really cool and really interessanter fight und schöne grafische Effekte. The last percent is. Aber da geht er auch jetzt down. Down ist er, und das war großartig, ein voller Erfolg. Großartig. Ganz schnell den Loot. Obwohl, nein, das sehen wir noch. Good job, guys. Very, very good job. Great show. You noticed that. Ich glaube, ich habe mich am allermeisten gefreut. Man hörte mein Laut. Yeah! Ich würde mich auch am allermeisten über diese Goblin Gambo Karte freuen, glaube ich. Also For the Horde. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich brauche gar nicht groß weiter Werbung machen. Exenkessel, Allianz Stormwind. Kurzform. Nicht schlagen. Kurzform. Ich stehe. Noch nicht, aber gleich werde ich stehen vor dem Haus des Gildenmeisters. Dort alle hinkommen und auf Level 1, ich werde euch inviten. Sekunde. Wer zuerst die Gildensatzung unterschrieben hat, haben wir gewonnen. Und ja, Herr Kreimholz? Wir wollten den Server noch gar nicht bekannt geben. Ja, doch, also das haben wir gesagt nachher. Unfair. Warum? Wieso, du hast doch die gleichen Vorteile wie ich auch. Du bist ja auch auf Exenkessel. Ja, aber... Dann hast du Angst, dass die Allianz gewinnt? Nö, Exenkessel, nö, habe ich nicht. Exenkessel, ich stehe dem nach in Orgrimmar. Also macht euch einen Trollhunter oder irgendwas, was schnell... vom Startgebiet nach Orgrimmar kommt. Ich stehe da zwischen... Ich bin eine Level 10 Paladinesin namens Nascherin. Ich stehe zwischen Bank und Auktionshaus. Auch noch nicht eingeloggt, aber wir werden dann beide gleichzeitig einloggen. Okay, dann kann ich meinen Namen ja auch sagen. Was denn jetzt? Ja, den Namen des Charakters, den du hast schon angefangen gesagt. Jetzt mit irgendeinem... Jetzt wollte ich auch mal einen Vorteil haben. Wie hieß ich denn noch? Milianos. Nee. Milianos. Malino. Malinonios. Malino. Noa. Malino. Ne, Malinor. Malina? Nee, jetzt verwirrst du mich. Malino? Kommt auf jeden Fall hin. Malinus war es, glaube ich. Genau, wir machen noch ein kleines bisschen Werbung. Wir geben euch die Gelegenheit. Kommt dahin, erstellt den Charakter eurer Wahl, den ihr gerne haben wollt. Level 1. Level 1, sehr, sehr wichtig. Voraussetzung. Ab nach Stormwind und dann seid ihr bei uns. Herzlich willkommen in den Community-Gilden von GigaWow. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung und sind dann wieder da mit dem scharlachroten Kloster. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, aber Werbung.
für den Clever Gnome am 25.08. des Jahres 2007 hatten wir zugegebenermaßen ein bisschen zu wenig Zeit. Deswegen widmen wir uns jetzt noch einigen eurer Fragen aus diesem Thread, haben wir uns zumindest vorgenommen, nicht wahr? Genau, denn viele Fragen sind unbeantwortet geblieben und das wollen wir natürlich nachreichen. Ihr habt massig reingeschrieben, ein paar hundert Fragen und da konnte man natürlich nicht 300 alle. Irgendwas. Es waren ein paar hundert, okay, ein paar Spammer auch dabei, aber gut, die hat man immer. Wir suchen uns noch mal ein paar Fragen raus. Ich habe hier eine und zum Beispiel von Nevin, der fragt, was braucht man für ein Equip, um in der Instanz bestehen zu können? Also, da wir euch ja vorhin eine ausführliche Vorquest-Matz gezeigt haben, würde ich sagen, man sollte doch schon SSC und Tempest Keep Equip haben und dieses durchaus leer haben, also schon jeden Boss dort einmal besiegt haben, dementsprechend T5 und vergleichbares Equip oder besseres Equip haben, damit man dort bestehen kann. So, dann haben wir hier von Toni 1098. Warum eigentlich immer diese komischen Namen dran? Wenn man Toni schon mit Doppel-O schreibt. Wahrscheinlich, weil Toni schon vergeben war und man nicht Toni 69 schreiben wollte. Hat also waren Toni 1 schon vergeben, Toni 2 schon, bis Toni 1098. Naja, wollte mal fragen, ob dort auch wie in Karazhan ein Respawn-Timer von Vorteil war. Und wenn ja, welches Addon dafür am besten ist? Naja, nee, einen Respawn-Timer braucht man in Mount Hyjal logischerweise nicht, weil im Mount Hyjal ja keine Mobs respawnen, sondern nur diese Wellen kommen. Und das wird einem oben angezeigt, ob eine neue Welle am Start ist. So, Philipp, so mal eine schöne Frage für dich auf. Oh, die ist jetzt raus, die ist jetzt vielleicht ein bisschen überholt, aber cool, Nick fragt, kann man die Sendung eigentlich aufnehmen, falls das erlaubt ist und wenn ja, wie? Aufnehmen? Da, cool, Nick. Verpasst, aber wer es verpasst hat, kann es sich nochmal anschauen. Und zwar haben wir das VOD hochgeladen. Hast du gerade die News drauf? Wir haben ja eine News da vorbereitet für euch, damit ihr genau Bescheid wisst, was da los ist. Wir haben uns natürlich gedacht, die 5 Stunden will man sich nochmal antun. Wir schalten mal kurz auf deinen Rechner hier für alle zur kleinen Information. Wir sehen hier natürlich das Add-on der Woche, den Kartographer, den könnt ihr Comments hier bekommen. Und? Da hier. Lass mich raten, du hast den Download-Link mal wieder vergessen. So, nö, ich war das doch gar nicht. Das war nur der Patrick. Wie gut. Ja, den Download-Link. Patrick, ne? Wird natürlich nachgeliefert. Aber hier haben wir das VOD des Monster Raids. Da, nur da, wo Flo vorsteht, ist auch wirklich Flo drin. Da haben wir einfach draufklicken, dann haben wir, kommen wir direkt auf das verlinkte VOD. Mal schauen, ob es hier, da, ta-da-da-da-da! Giga Island Live Raid, juhu, 4 Stunden zum Gucken, extra klasse. Oh, da gibt es ja schon ein paar Comments zu. Super, super, super. Ja, wie gesagt, momentan sind die leider nicht mehr kostenlos, auch nicht nach 2 Wochen, weil das zu viel in Anspruch genommen wurde, glaube ich, und deswegen mal so geleckt hat. Und deswegen müsst ihr jetzt einfach wieder ein paar Punkte bezahlen. Aber das Wert von 10, 8 Cent oder so, glaube ich, für ein Video. Das ist nicht so wirklich viel. Aber nochmal ein paar Fragen, bevor wir hier uns in Scharlachrote Kloster wagen. Ihr müsst aufpassen, es ist die Hölle los hier vom Scharlachroten Kloster. Die Horde hat natürlich Wind bekommen und wer weiß, die Instanz einzuordnen weiß, dem ist bewusst, dass diese Instanz mitten im Hordegebiet liegt, mitten in Tirisfall. Und wurde schon 3-4 Mal gekillt. Ich glaube, beim nächsten Mal wieder auferstehen, komme ich in die Instanz rein. Aber ich sterbe mich hier so langsam durch. Blöde. Und ich spiele nämlich ausnahmsweise mal einen Allianz-Charakter, völlig ungerne natürlich. Aber ey, Hordler, wir sind Brüder im Geiste, lass doch diesen armen Hunter, diesen armen Level 41er Hunter, der da rumrennt, bin ich, lass den mal in Ruhe. So, noch eine Frage von Zakos, da hatten wir die Frage an dich und mich. Welche Instanzen habt ihr mit euren Gilden clear, beziehungsweise welche schafft ihr nicht clear zu bekommen? Bei uns ist es so, wir sind im Moment in der Festung der Stürme unterwegs und versuchen uns da ein bisschen. Wie sieht das bei dir aus? Game over, oder? Du hast dir die Frage rausgesucht, ja? Nein, geh mal ein bisschen konkreter drauf ein. Also welche Instanz schafft ihr schon? Karazhan durch Farmstatus, SSC? Ja. Also den Schlangenschrein auch schon fertig oder noch nur so ein paar Bosse? So angedacht. Ach, angedacht. Und in Tempest Keep macht ihr schon, ihr schon was. Ja, und dann die 25er Raid-Bosse. Bei mir ist es, uns fehlen noch 3 Bosse, dann Game Over, ja. Uns fehlen noch Mother Sharas, Illidari Council und Illidan höchst selbst. Meine Gilde und Miau. So, ich war übrigens vorgestern beim First Kill vom... Ja, wir wollen noch hier eine Frage. Dabei und das war eine Frage. Gehen wir mal weiter. Wird es das Interface zum Download geben von Underworld Worldin? Die haben gar nicht mit irgendeinem extra Interface gespielt, das war das Tolle.
Wir haben eigentlich mit Standard-Interface, also mit ein paar Add-ons gespielt, aber ansonsten Standard-Interface. Also natürlich gibt es das nicht zum Download. Ja, für alle, die die Skillungen und sowas und Equipment wissen wollen von den Spielern, die da waren, geht einfach mal in die Armory und sucht nach der Gilde Meteor Makers. Sind alle Spieler drin. Dann, soll ich dir mal, wollen wir mal kurz mal reinschalten bei mir, was für ein Hordeauflauf hier vor der Instanz ist? Die können alle nicht mitkommen. Aber hier ist ein krasser Auflauf. Das ist der Vorraum im Schalerhundenkloster. Sehr schön. Nee, ich nehme hier nicht an. Warum nicht? Warum wohl? Warum wohl? Und wenn ich da jetzt mit meinem 41er-Jäger reinrenne, was machen wir denn jetzt? Naja, mein Vorteil ist, ich wollte eigentlich nur als Backup mitkommen. Ja, aber wie machen wir das denn jetzt gleich jetzt mal ernsthaft, wenn du die Horde nicht reinlässt? Ein Hexenmeister ist schon drin. Das heißt, wenn du drin bist und ich drin bin und Hexenmeister, dann porten wir ran. Ach, der ist in deiner Gruppe. Den ja, aber ne, Port ist ja eher, stimmt. Ja, gut, dann lassen wir's, nee, dann müssen wir selber machen. Dann machen wir es zu dritt halt. Wir müssen halt einfach rein. Dann machen wir es halt zu dritt. Nee, wir haben noch einen Priester, der noch mitkommt. Ja, aber wie soll der da rein? Ja, der soll sich einfach auch durchrennen. Lieber Priester, wenn du uns jetzt zuhörst, ab, schreib Marlina an, wir laden dich ein. So. Hat das PvP-Team auch gepanzerten Netherdrachen, fragt Elfi zu Curse. Ja, natürlich hatten sie auch. Sie waren im Realm-Pool Erster und natürlich gibt es da auch den gepanzerten Netherdrachen. Auch interessant war, wie viel Tage und Stunden in der Woche zum Raiden investiert werden. Also ich kann sagen, jetzt ist es bei Curse so, dass sie tatsächlich nur noch dreimal die Woche 5 Stunden raiden. Weil? Nur noch. Dreimal die Woche? Ja, nur von noch. Von 7 Tagen. Ja. Und das ist die 5 zweitbeste Stunden Gilde der Welt, Phil. Ja, ich sag das, ich kommentiere das ja auch nicht. Während Encounter noch erarbeitet werden, ist es 6-mal die Woche 7 Stunden. Sag. Aber wenn man dann die Gildenmitglieder fragt, haben die natürlich alle noch einen Beruf, haben alle noch eine, geregeltes Sozial. Nein, aber das ist immer so lustig. Haben dann noch ein geregeltes, egal. Ich habe auch einen Beruf. Ja. Und wir raiden eigentlich auch 6-mal die Woche. 7 Stunden am Tag. Und ich habe eine Freundin. Also wie gesagt, das ist. Oh. Wir haben hier Efron, Healer, Level 46. Ja, nee, gekauft. Ja, das war der doch. Gekauft, den einladen. Wir doch. Den komm mal ran. Efron, herzlich willkommen, ja, komm ran. Da wir gehen mal rein. Komm auch mal ran. Bei mir gut, bei mir dürfte das jetzt nicht so das Dramatische sein. Okay, im kleinen Vorraum, lass mal bei uns reinschalten, damit sie nicht sehen, wo wir beim Flo gerade sind. Der Flo soll sich jetzt ja ranpirschen. Hier ist der Vorraum und ich stelle mich jetzt hier direkt an den Eingang der Instanz. Nein, ich bin nicht reingelaufen, jetzt bin ich wieder. Okay, ich muss wieder reinlaufen. Fatalerweise. Okay, wir zeigen euch nochmal, wo das ist. Und zwar befindet sich das Scharlachrote Kloster für Hordespieler natürlich in einem hervorragenden Gebiet, nämlich direkt vor ihrer Haustür, direkt vor Unterstadt, vor Undercity. Das befindet sich hier unten. Und hier oben das Scharlachrote Kloster in Tirisfol. Wir Allianzler haben da so ein kleines Problem. Wir müssen nämlich von der Eisenschmiede hinüber ans Süderstade, das ist nämlich die nördlichste Flugpunkt und dann Right. In welcher muss ich denn reingehen? Bandalaran vorbei. Cathedral? Nee, ne? Ganz hinten. Doch, Cathedral. Links. Genau, Kathedrale. Bandalaran vorbei, hier am See und dann irgendwann nach Tirisfal rein. Und die Horde steht natürlich jetzt auch schon hier in Tirisfal und dann kommt man hier ungefähr an und muss dann hoch auf den Hügel. Und ab ins Kloster. Guck mal, die lassen mich fast aufmachen. Vielen Dank. Oder auch nicht. Das heißt, du bist jetzt fast drin. Ja gut, dann bist du beim nächsten Mal auch drin. Dann komm. Uruk, Masamotaga. Ja, Leute. Hier geht's rum. Das Fiese ist natürlich, wenn man als Allianzler hier reingeht, das ist Hordegebiet, Startgebiet. Und die dürfen einen anhauen und du darfst. Das heißt, ja. Man darf die nicht anhauen. Egal, ob man auf dem PvP-Server ist. Man kann sie nicht anhauen. Nee, man kann sie nicht anhauen. Aber die können dich halt anhauen. Sie können mich anhauen, dann kann ich sie wieder zurückhauen. Aber hier darf man... Ja, invitet ihr mich mal? Sollten wir dich inviten? Wie hieß du nochmal? Vigor. Doppel-I. Also, wenn ihr ein paar schöne Items für Vigor habt, ich bin natürlich immer dankbar. Das ist allerdings nicht mein Char, sondern der Char von Philipp Wolf, unserem Redakteur. Und für mich meist Kaffee organisiert. 44er Schurke. Ja, Schurke ist auch ganz gut. Den laden wir auch nochmal ein. 44er Schurke. 44 ist den super. Nehmen wir auch noch mit. Hervorragend. Wer ist denn Xerxe, Gnome-Warlock? Und du rennst einfach nur hinterher und guckst, dass wir nichts falsch machen, oder? Ja, genau. Eigentlich wollte ich nur als Backup, aber im Moment sieht es ja wirklich so aus, oh! Ob wir hier krasse Probleme haben. Nee, so, sobald die Gruppe einmal reingerannt ist, Phil, brauchen wir dich nicht mehr. Eigentlich, wenn wir noch einen anderen Fünften kriegen.
Hast du noch einen? Kriegen wir noch einen fünften? Ja, ich weiß ja nicht, wie lange die brauchen. Noch. Wir haben gar keinen Tank gerade. Ihr versucht jetzt mal zu viert und ich. Ach, der muss umloggen. Nixon, was ist das denn? Ein Magier? Wer? Nee, wir brauchen einen Tank. Nee, wir brauchen einen Tank. Ein Paladin oder ein Druide. Liebe Paladine oder liebe. Oder ein Krieger. Soll ich meine, ich geh schon mal in die Instanz, ne? I love Marlene, da hat sich einer völlig verschrieben. Die so. Hordler wieder ja, irgendwie hier. War das gar nicht so klug mit. Ja, ich glaube, das war super. Wir müssen loslegen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Bin okay. Annehmen und rein und so. Ein wenig. Ja, drin. Aber wir haben doch keinen Healer, keinen Tank. Ja, ist doch okay, egal. Da muss meine Katze hier tanken oder warum was der braucht man einen Tank? Hat. Weil man immer einen Tank braucht. Ach, ich mache mir ein bisschen Wasser und ein bisschen Brot und dann passt das schon. Nee, du machst gar nichts. Mach mir Wasser, Brot. Ich bin nur der Backup. So. Ihr versucht es mal zu dritt. Und wir klären natürlich die Taktik. Also wir machen es jetzt natürlich nicht so, dass wir durchraschen und alles durchbomben, sondern wir erklären euch natürlich, wie das taktisch hier abläuft. Denn diese Instanz ist, man muss es ja mittlerweile so sagen, jemand, der Level 40 erreicht hat, schreibt den 70er an, ey, zieh mich mal bitte durchs Kloster, ich brauche noch ein paar Klamotten. Das ist natürlich langweilig. Früher war das so, oder auch immer noch, wenn man vernünftig da durch möchte und nicht durchgezogen werden wird, dass man hier schon in dieser letzten Instanz, das ist ja auch eine Instanz mit mehreren Flügeln, wie wir das schon von Lüsterbruch kennen. Also wir haben das Charlotte-Rote Kloster aufgeteilt in 4 Mini-Instanzen und die letzte ist halt die Kathedrale mit dem Endgegner dieser gesamten Instanz. Und das ist schon recht knackig, sehr anspruchsvoll. Und wir zeigen, seid ihr in der Insel? Der Herr Wolf, ne? Natürlich sind wir drin. Der hat hier nicht mal Fett füttern. Hat er nicht? Irgendwo auf eine Taste. Philipp Wolf, kann ich dir mal mein neuestes Pet zeigen? Meine neueste Errungenschaft? Ja, dein Geburtstagsgeschenk. Mein Geburtstagsgeschenk, ja. Was cooles Geschenk. So. Was ist denn hier Pet füttern? Zack. Eigentlich ist das... Ich zeige das mal. Mich... Feuerfliege, das Glühwürmchen, da. Eines der seltensten Pets überhaupt. Wir haben 1800 von diesen Glühwürmchen in den Zangermarschen getötet und im Endeffekt kam dieses wundervolle Pet heraus. Das war bei uns auch in der Pet Top 10 sehr, sehr weit oben. Wir haben euch ja mal vorgestellt, welche Pets es so gibt, welche seltenen und das gehörte dazu und das ist wirklich ein ganz, ganz seltenes Pet. Und ich finde es sehr schön. Ich bin sehr froh, dass ich es habe. Danke nochmal an den lieben Daniel an dieser Stelle. Mein Pet kriegt ganz schön aufs Maul von dem. So, Emron ist fast da wieder. Ach, dein Pet legt schon los. Mit mir. Mit dir? Aber lass mal, ich will ganz alleine, nicht eingreifen. Den Hexenmeister nicht haben eingreifen. Wir auch schon da. Dann verkleide ich mich als Murloc und gucke euch zu. Heil mal mein Pet. Ich? Ich kann gar nicht heilen, ne? Ich heile jetzt mal eben selber mein Pet. Warte, wo habe ich denn mein Murky? Wo ist es denn? Ja. So voll hier was alles. Was funktioniert mit Pet? Wo habe ich ihn denn? Cool. Wo? Ey, das geht mit Pet. Habe. Philipp, hast du gehört? Ja. Egal. Allerdings brauche ich jetzt ihr... Philipp Wolf! Da. Wo ist denn Philipp Wolf? Ich muss wissen, wo der hier Pet füttern hat. Wir brauchen dann... Also einen Tank brauchen wir nicht mehr. Tanken tut mein Ja, Pet. Gut, dann holen wir den Emron ran. Ja, der Emron, der muss sowieso... Ach nee, ran. Der Emron ist da drin. Dann holen wir mal den Nixon ran. Oder Blizzy? Blizzy ist... Nee, Blizzy brauchen wir nicht. Einladen. Nixon. So. Wir müssen langsam mal loslegen, sonst kommen wir hier nämlich nicht durch. Das Problem ist, wir sollten mal auf meinen Monitor gehen, natürlich nicht auf Phils, denn bei Phils ist es ja nicht besonders anspruchsvoll, sondern ich werde hier versuchen zu tanken. Kannst du dem Typen mal bitte sagen, dass er dann mein Tier heilen soll, ja? So, das ist bei Tierherrschaft, ja, hier war ich doch schon. Callpad, ach da, Feedpad, da haben wir es doch. So, jetzt ich guck mal kurz auf die Instanzkarte, wo sind sie gerade? Oh, na super. Hervorragend von dem lieben Magier, denn wenn der Magier hier ist, dann ist die Instanz vorbei. Ist das so? Ja. Der steht noch dezent außerhalb. Ganz dezent. Der Herr Wolf, oh, was der Sturmwind. Hier drin hat. Hunters Mark brauchen wir doch auch. Oh. Oh, mein Pet kriegt aufs Maul. Ja, ich supporte. Das könnte ich ja ganz normal machen, auch als normaler Magier. So, hier geht es natürlich wie in jeder Instanz von World of Warcraft um das Thema Crowd Control, also um das Thema, wie kriege ich, mache einen Mehrfachschuss. Ah, das ist eine Hunter-Krankheit. Geht es natürlich darum, einzelne Gegner rauszunehmen, um sich nach und nach auf die einzelnen alleingelassenen Gegner zu konzentrieren.
Ja, läuft das ganz gut, oder? So. Das heißt, der Gegner rennt jetzt weg. Und dann kümmern wir uns... Warte, noch nicht. Ich muss hier erst um das Schaf. Eine bekannte Jägerkrankheit, natürlich hier auch wieder. Mehrfachschuss. Bitte stecken lassen. Wir erklären es jetzt ein bisschen anfängerfreundlich. Wir haben uns gedacht, so wirklich Deathmines, okay, da ist ja wirklich jeder schon mal drin. Aber Scharlachroter Kloster, für diejenigen, die unter anderem hier durch WoW angefangen haben, World of Warcraft zu spielen, und das sind echt nicht wenige, für euch nochmal hier ein kleiner Ausblick auf das, was euch bald erwartet, wenn ihr Level 40 erreicht habt, was ja eigentlich auch recht schnell geht. Komm, darf ich auch ein bisschen Schaden machen? Na, mit Zauberstab, mehr nicht. Ja, mache ich auch, nur Zauberstab. So, ich habe jetzt ich schiebe und mach Zauberstab, Wasser geben, okay? Wasser für Level 35, weil... Das habe ich doch gar nicht im Programm. Wasser für Level Wasser jetzt. 35. Das ist ja... Kriki schreibt mir gerade, dass der andere Server da am Zusammenfallen ist. Welcher Server? Naja, dieser andere. Den wir jetzt nicht mehr sagen wollen, weil Server. Da viel zu viel los ist. Da ist zu viel los? Mhm. Ich hoffe mal auf der Allianz-Seite. Hey, Kriki, übrigens, ne? ihr zeigt übrigens die ganze Zeit falsch Monitor. Ihr müsst meinen Jäger hier zeigen, Leute. Ja, zeigt man seinen Jäger und ich hole mir seinen. Weil der ist auf dem richtigen Level. So, was wolltest du jetzt haben? Was jetzt wolltest du nochmal? Futter oder Wasser? Mehr. Brauchst du nicht mehr? Ja, doch, Wasser brauche ich. Schieb mal den rechten schnell. Schnell! Schieb den rechten! Mein armes Tier! So. Jetzt können wir anfangen. Multishot hast gesagt, soll ich machen, ne? Ja, genau. Reschieb gleich, Philipp. Reschieb jetzt. Reschieb. Jäger macht schon irgendwie Spaß. Aber normalerweise läuft das nicht so, dass der Jäger ansagt, Multishot und danach Reschieb. Ja, aber wenn der Jäger doch der Tank ist... Ich kriege halt hier die Frage rein von Sona, geht Kloster eigentlich auch als Raid bis 10 Mann? Nein, das ist eine 5-Mann-Instanz, also nicht als Raid gedacht. Kommt man auch nur mit 10 Mann rein. So, jetzt gib mir nochmal Wasser, bitte. Schnell. Emron ist da, unser Priester. Hervor, herzlich willkommen. Nice. Schön, dass du es geschafft hast. Philipp? Ja, guck mal, siehst du meine... Piu, piu, wenn jetzt Agro gezogen, ich oder du? Ich mit meinem Zauberstab. Gar nicht, doch. Brauche ich Satteltaschen für einen Teufeltross? 10 Slot back? Nee, danke. So. Ja, gib mir jetzt Wasser! Los! Ich kann sonst nichts machen, Phil. Ich muss Wasser haben, sonst kann ich nichts machen. Fauler Hund hier. Mach doch mal Wasser. Wofür bist du denn überhaupt mit? Welches ist das? Rang 5, Rang 3? Ich kenne das, weiß das gar nicht mehr. 4, glaube ich. Mach mal 4 einmal. Ignorieren. Warte mal, du kannst das sehen. Das ist das für Level 65, ne? Mhm. 50, 45, 35. Das ist der Rang 6. Rang 6? Ja. Machst du jetzt? So. Ja, ich hab... warum zum Teufel habe ich einen Stab? Das ist auch... habe ich mich auch gefragt, weil hier unser guter Philipp noch nichts Besseres gefunden hat. Oh. So, das Pad tankt jetzt hier schön, hoffe ich mal. So, Rang 6 wollte sie haben. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen weiter gepult hier. Hat er eigentlich hier nicht mehr? So, sieht doch ganz gut aus. Mein Pad hält ganz gut die Agro. Ne? Level benötigt Stufe 45, das bist du nicht. Ne, dann brauche ich das davor. Ich kriege schön 200 XP. Also, hier gibt es erstmal Scarlet Myrmidonen. Ich werde die jetzt hier einfach mal pullen, so eine einzelne. Mal gucken, ob die kommen. Dafür kann ich ja dann dem lieben Priester ein bisschen geben. Der ist nämlich schon Level 46. Das passt ganz gut. Ja, das gibt dem dann den Priester. Und ich habe hier mal weiter gepullt. Ich muss mir gleich noch Target einschalten, damit ich auch sehe, wer Aggro zieht, wenn einer Aggro zieht. So, dann kriegst du jetzt Level... sicher so wenig. Du kriegst mal ein Stack. Oh ja, ist gut. Und der Hexmeister kriegt auch ein Stack. Sehr schön, mein Pet hält ordentlich die Agro. So, ja, wir pullen jetzt hier einfach, das sind noch ganz normale Gruppen. Ganz normale Mobs hier. Die Instanz ist nicht besonders groß. Dieser Part zumindest. So, und ich pull einfach mal nächsten. Mit Eisfalle.
Ganz Eisfalle, cool. Auch eine sehr schöne Möglichkeit für Crowd Control, gerade hier bei den Humanoiden. Ja, ah, gut, jetzt habe ich jetzt Sharp. Ist einer reingerannt? Ja, ja, ist einer reingerannt. Hast du Phil, sehr schön gemacht. Du musst ein bisschen zurückkommen hier. Ja, ich ziehe bestimmt keine Agro. Nein, aber sonst geht der ja sonst wohin. Der soll ja zu mir kommen hier. Beziehungsweise, ich werde dann jetzt doch mal. Oh, der schießt ja auf mich. Der schießt auf dich, der hätte ich jetzt ich auch. Ich werde jetzt mal hier Target einstellen. Das ist, da sieht man es mal wieder, dass es sehr wichtig ist. Und zwar hier in den Advanced Option kann man. Nee, irgendwo in Basic Options kann man irgendwo Target anmachen, ne? Ich mach mal. Show Target. Soll ich schon mal Hasen töten gehen? Da, Show Targets, Target, always. Okay. Das ist wunderschön, deine Einstellung. Return to Game. Ja. Für ein bisschen Action zeigt den letzten Boss, ohne die hinteren Räume zu clearen. Nein, ich denke nicht. Nein, wir wollen das so zeigen, wie es wirklich auch gemacht wird. So, hat das mal davon, gefokust. Normalerweise kein Jäger mit seinem Falls Ed kommt, mache ich hier wieder schön links. Ne? Und auch hier sollte man natürlich aufpassen für alle, die noch nicht wirklich irgendwie KTM drauf haben, also dieses Damage Meter. Das Threat Meter, genau, dass man kein Agro zieht, das ist natürlich sehr wichtig, dass man hier nicht dem Pet die Agro klaut. Ja, dafür ist halt dieses Target recht wichtig, dass man da oben guckt. Makaviti hat gerade Agro, deswegen lassen wir ihn die auch warten, lassen ihn ein bisschen antanken sozusagen. Ups. Phil, du hast doch nicht echt einen Frostbolt gemacht. Nein, das war Das muss doch nicht sein, ne? Dann lassen wir den schon mal wieder antanken. So. Kein Frostbolt. Ja. Ne? Ich habe ein bisschen gewartet und jetzt wieder Damage Stop. Aim Shot. Und danach Autoshot hinterher. Ich bin nämlich relativ oben. So. Und in meiner nächsten Mana-Pause clearen wir einfach hier ein bisschen weiter den Vorraum. Und machen einfach kurz ein bisschen Werbung, oder? Und sind dann nach der Werbung wieder da mit dem Rest der Instanz. Würde ich sagen, ne? Exakt. Bis gleich. Scharlachrote Kloster Teil 2. Und dann auf jeden Fall dranbleiben. Die Community-Gilden von WoW auf dem Zerwächsen-Kessel. Allianz Horde. Wer kriegt mehr? Das werden wir noch gleich erfahren.
Willkommen zurück, Giga Wow. Wir sind gerade im Scharlachroten Kloster unterwegs und ich zeige euch mal ganz schnell, wir schalten mal gleich ganz kurz auf meinen Monitor, wie man hier genau in der Instanz vorgeht. Nämlich, man kommt dort aus diesem Tunnel raus, hat hier den ganzen Vorhof voller Gegner und was macht man? Man geht in den Pool. Und wenn man im Pool ist, versucht man ganz gerade, ich ziehe eh keinen Akku, aber ganz gerade in der Mitte durchlatschen. Könntest du relativ zügig bis hochkommen? Hinten hin, zur Seite, könntest über die Treppe, hier ein paar Gegner töten und dann ja hier hoch und hier sind ein paar Gegner. Oh, Herr Kamolz. Haben Sie gezogen? Ich habe einfach mal gepult. Oh. Ja, muss ich nochmal Feuerwehr spielen. Ich dachte, wir machen es so, wie man... Ja, wir haben ja nicht ganz so viel Zeit. Also normal macht man hier schön einen nach der Reihe, nachdem man da... Die Horde-Jungs vorne im Eingang haben uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollten hier ganz gechillt durchgehen mit einer kleinen Fünfergruppe. Gut, dass wir dabei waren. So, hier den Vorhof killen. Man muss circa, ja, so bis hier rum, hier bis hier alles erstmal wegmachen, weil man aus diesem Tor gleich nochmal Gegner kommt. Und deswegen killt man hier alles. Die ganz hinten auf der Balustrade hier, die können wir stehen lassen. Aber wichtig ist, den Vorhof zu clearen, damit die gleich nicht uns in die Quere kommen. Das ist halt wichtig. Recht klein, ihr seht schon, wir stehen hier vor der Kathedrale schon, das namensgebende Gebäude dieses Instanzenteils. Wenn ihr die Dimension da vorne reingekommen, hier über den Pool, da die Treppe hoch, hier schön alles töten und dann ganz koordiniert einen Gegner nach dem anderen pullen. Wie gesagt, keine Eile, ihr müsst nicht hier einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen, das dauert, bis die Gegner wieder respawnen. Einfach nach und nach ranholen und nach abschlachten. Hier kommt gerade von Risi die Frage, ab wann kann man ins Kloster, also... So Anfang 30, glaube ich, schon irgendwann die ersten Flügel. Also meinen ersten Klosterrun habe ich mit 27 gemacht. Wurdest allerdings gezogen. Von ein paar 40ern damals vor Echt? Jahren. Ja, ja. Ich habe immer Akku gezogen, deswegen bin ich immer hinterhergelaufen. War aber ganz nett. Wie gesagt, am Anfang war die noch recht kompliziert. Lafihe, Level 1 Night Elf Rogue, sagt mir, ich könnte wetten, dass du nach dem Klosterrun überzeugt von der absoluten Dominanz der Allianz bist. Nö. Wenn du davon überzeugt bist, dann schnell auf die Allianzseite einloggen, vor den Guildmeisterstellen. Wer gleich die ersten 10 Gildenunterschriften hat, der bekommt diese wundervolle Goblin-Gumbo-Karte. Da kann er vorher spucken. Lieber mit hier. Ich meine, du machst die ganze Zeit schön Werbung, aber irgendwie kommen wir nicht voran und die Sendung läuft und immer noch kein Ende in Sicht. Ja gut, okay, dann... Ich mache hier mehr Schaden als du und das als armseliger kleiner Hunter hier. Mach ja schon. So, ihr dürft natürlich auch nach Orgrimmar kommen auf dem Server Exenkessel. Dort steht die wunderhübsche Nascherin und wartet auf eure Unterschrift. Und ich denke, ich werde sie auch nackt machen. Malinor ist aber viel cooler. Malina ist ein ekliger Draenei-Schamane und den will keiner nackt. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Entscheidet euch, stellt einen Level-1-Charakter eurer Wahl. Ihr müsst nicht hetzen. Entscheidet euch, geht auf den Server, erstellt euch einen. Mit ihm werdet ihr spielen. Wirklich Voraussetzungen noch nicht leveln. Wer jetzt schon ein bisschen gelevelt hat, Level 2 ist, der wird wieder gekickt. Also den nehmen wir nicht auf. Wir wollen nur Level-1er, die in der Gilde sind. Wir erzählen nachher noch, was es mit der Gilde auf sich hat genau, wie die Bedingungen in dieser Gilde sind. Alles das erfahrt ihr gleich. Ja, du wieder Multishotcaster. Also bisher, das sind alles die Trash-Mobs, bisher wirklich... keine großartigen Taktik als wirklich aus jeder Instanz bekannt. Das ist korrekt. Ja, einige von denen können halt ein bisschen zaubern, andere eher nicht. Und da müssen wir halt ein bisschen aufpassen, wie man mit denen umgeht. Aber an sich Tank vor, wie hier in meinem Fall die Katze. Rechts wird geschiebt, Phil. Links kommt Huntersmark drauf. Und wir schalten mal wieder auf den Jäger aus der Sicht des Vigors. Ja, Tank vor, Marlene zieht wieder Aggro, weil Marlene meint, hier schön Frostbolt. Gerade hast du mir gesagt, ich soll und jetzt soll ich wieder nicht. Aurora Boots, bräuchte die. Oh, schöne Stoff. Ja, gut. Nö. Willensdauer. Horde. Wispert hier einer, der allerdings nicht seinen Namen zeigen will. Feiger Hund. Ich kriege gerade wieder die Frage, ist die Alligilde auf diesem Server, wo wir gerade sind? Nein, wir sind gerade auf Eredar. Oh, Musterweiße Banditenmaske habe ich schon. Ist das so? Ich brauche sie nicht. So, hier steht schon einer in der Orgrimmar Bank, Level 1. Macht ihr das parallel oder kann ich warten, bis ihr off seid? Nein, wir werden das gleich hier live in der Sendung machen. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt zeig mal schnell, was funktioniert hier, was geht hier ab? So, jetzt sind wir hier in der Kathedrale. Schauen wir uns einmal an hier.
Das ist die Kathedrale. Wir sehen hier Scarlet Champions, also Mönche und Champions. Die heißen wie auf Deutsch? Ich weiß gar nicht. Wie heißen die? Muss mal vorgehen und klicken. Die scharlachroten Mönche. Wir haben die scharlachroten Verteidiger. Äbte und Helden haben Helden, wir auch. Genau. Helden. Und ganz hinten am Ende steht der Hochlord Morgraine. Das ist derjenige, der von seinem Sohn ermordet und so weiter wird. Also Erspringer Geschichte, bla bla bla. Und hier, das ist der Endboss. Da müssen wir hin. Wir fangen natürlich an, hier die von links nach rechts clear zu machen. Und ich nehme, wen nehme ich raus? Wen ist wichtig? Erstmal die Putt ist wichtig. Werden wir sehen, hier ist der wichtig. Putt. Ich versuche den direkt mal genau, zu genau, da muss man immer darauf aufpassen, dass man die Putt ab unabhängig von den Gruppen pullt. Da, siehst Centurion, du? Den könntest du direkt mal schieben. Genau, den Centurion schiebe ich jetzt. Und wir konzentrieren uns voll und ganz auf den Kaplan. So, den Kaplan machen wir kalt. Sehr schön. Ich muss hier aufstehen, mein Monitor ist irgendwie so schief. So. Sieht doch schon ganz prima aus. Der wird geheilt, das musste man eigentlich halt interrupten. Wird gerade gesagt, wird gerade gefragt, wo ich denn den Schildkrötenschieb her habe. Sulgurub, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Bitte? Exakt. Oh, wir müssen Gas geben, Flo. Ja, dann mach doch mal einen, haben wir es doch von der Theorie vom Prinzip her, wir zeigen noch mal einen Gruppenpull, weil dieser Gruppenpull ist wirklich stellvertretend für die gesamten Gruppenpulls in diesem Räumchen. Ja, und Hunterpull. So. Das heißt, ich trinke nochmal schnell und dann pulle ich den nächsten. So, ich halte mich bereit. Welchen soll ich schieben? Das weiß ich auch noch nicht. Sehe ich erst, wenn ich da drin bin. Komm, ran an den Schreck. Der Magier ist fast da. Er ist nämlich fast tot. Du schiebst einfach mal... Oh, da kommt noch ein einzelner Scarlet Kaplan. Den pulle ich nochmal eben. So. Schön mal versuchen, einzeln zu pullen. Wenn es geht. Ach, du hast wieder eine Putt. Ja, da war noch eine Putt. Das ist jemand, den du eventuell dispellen kannst. Kannst du das dispellen? Nein, aber das könnte man mit dem Priester, kann man das Schild dispellen. Heilung versuchen zu unterbrechen durch einen Kick oder einen Pumble vom Warrior. Ja, und jetzt den Mönch, der macht ziemlich viel Schaden. Den schiebst du einfach mal links. Und ich den einen. Und den du kannst eine Eisfalle legen, genau. Du als Jäger könntest eine Eisfalle legen, aber da hier wirklich nur zwei kommen, reicht es echt, einen zu schieben. Machen. Genau, du könntest eine Frostfalle machen. Da, alle schön langsam. Nehmen, oder wenn jetzt drei gekommen wären, schön reinpacken in so einen Eisblock, darin auch versauern lassen. Schön Crowd Control. Wie gesagt, Crowd Control sehr wichtig, langsam hinten man hier herangeführt. Und der Knabe kann sich heilen, dieser Ab. Das heißt, da muss man entweder Gegenzauber machen, entweder kicken. Und damit er sich natürlich nicht wieder hochheilt, weil wann war die dann war die ganze Mühe umsonst. Nächstes Hunters Mark hilft einem immer sehr vom Jäger. Da kann man nämlich immer ein Zeichen über den machen, der hier gefokust werden soll, also der als nächstes attackiert werden soll. Und ich würde sagen, jetzt, weil wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, rennst du einfach mal durch und machst ein bisschen AE. Und ich warte und pull dann nachher den Boss. Versuch dann den Boss nicht mitzunehmen. So, schalten wir mal kurz zu Phil. Der macht da vorne schon Vollgas. Die muss man alle killen aus dem einfachen Grunde, dass sonst der Boss sie ruft. Oh, du hast hier noch einen vergessen. Ist das schlimm? Na geht, der hat mich halt attackiert. Ich sag ja, schlimm? Ja, nö. Gut. Dann kann ich ja weitermachen. Ja, mach du ruhig weiter. Wie gesagt, funktioniert hier alles nach demselben Prinzip. Es wäre recht unspektakulär gewesen, das Ganze nochmal zu zeigen, beziehungsweise die Gruppen hinweg. Das wäre genau gleich gewesen. Deswegen hier der schnelle Pull und wir holen uns weg. Es gibt hier noch einen leckeren kleinen Miniboss, der hier so ein Halbboss, der hier noch... Ja, da musst du aber rechts auch noch eben freimachen. Genau, ja, ich habe gerade keinen Mana mehr. Hilf mir mal bitte kurz. Ich bin halt nicht ganz so doll stark wie du. So, jetzt so, trink schnell. Ich trink schnell und dann machen wir sofort den Boss? Nee, dann machen wir erst den Sideboss, oder? Also auf jeden Fall gibt es hier noch einen... Okay, dann machen wir den Sideboss. Ja, der ist nicht so interessant. Wir wollen lieber den Endboss zeigen. Hier gibt es übrigens, in dieser wundervollen Instanz, gibt es ein Set. Das scharlachrote Set, wenn ich das mich ganz täusche. Schwere Rüstung, für Krieger sehr interessant. Ja, aber auch schon für Schamanen und Jäger vor allem auch. Da die ja ab Level 40 auch anfangen, schwere Rüstung zu tragen. Und der Krieger anfängt Platte zu tragen, deswegen sagen viele viele Jäger auf Level 40, hey, lass es mir, oder viele Schamanen sagen, lass es mir, weil du kannst ja bald Platte tragen, aber viele Krieger lassen sich einfach nicht drauf ein. Kann man auch nichts machen. Wir müssen pullen. So, ich starte sofort das Boss-Event. Wir müssen hier nochmal kurz gucken, dass alle volles Mana haben. Nixon, Xerxe und Emron. Da wird noch gekämpft.
So, Leute, da hier ich immer noch Fragen bekomme, wann, wo die Horde-Gilde sein soll. Die Horde-Gilde ist auf dem Server Exenkessel, ein PvP-Server. Und in Ogrima in der... Oh, 23,7. Das ist hier sogar besser. Nehme ich hier nochmal direkt. Aber jetzt husch, husch. So, in Ogrima auf dem Server... Die haben nur noch einen... Exenkessel. So, und jetzt fangen wir mal an hier. Ich greife an, Boss wird gepult, Action, go. Muss mal gucken, ob mein Pet das aushält. Also wie gesagt, ganz wichtig hier vorher alles clearen. Oh, so, denn sonst kommen die Knaben hier da hinten. Oh, ja, die musst du dann jetzt kurz übernehmen und bomben. Kann man jemanden den Boss wegziehen, dass ich den nicht aus Versehen mittöte? Den kann ich jetzt nicht mehr ziehen, es war leider zu spät. Wo ist er? Bomb du mal weiter. Wie hieß die HP vom Boss? Scarlet Commander, hier vorne ist er irgendwo. Da ist er, es geht down. Naja gut, der wird das ja. Das ist aber nicht schlimm, denn der muss eh down gehen. Okay. Da hinten rennt aber noch einer. Denn jetzt kommt hier seine Ische. So. Und diese Ische... Die lassen wir jetzt mal von meinem Boss tanken. Aber muss sie ihn nicht jetzt wieder... Wann belebt die ihn denn wieder? Das kommt gleich, kurz bevor sie stirbt. Ja. Wir müssen jetzt... Sie tankt, so, wir machen jetzt ganz normal gegen sie Schaden. Im Moment ist ja auch nichts anderes da. Film machen wir nicht allzu viel Schaden, damit er nicht so schnell down geht. Unsere Gruppe versucht jetzt da ihr Bestes. Oh, 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 jetzt habe ich Angst. Oh, jetzt hat sie uns in den Schlaf gesetzt, denn sie ist fast tot. Ist gerade bei 40% ungefähr. Und wenn sie fast tot ist, belebt sie den Hochinquisitor Weißsträhne. So, und oh Gott. Wir gehen erst White Mane, wie ich das erwähnt hatte. Du hast Aggro gezogen von Ich habe Aggro gezogen. Das heißt, wir killen wen erst? Erst die Frau. Die erst die Weißsträhne. Immer den Huntersmark über dem Kopf. Immer den Huntersmark über dem Kopf. Achso, dann den Morgraine. Ach so, tatsächlich, der hat ja anders Mark. Nein, wir kennen das andere. Die Frau? Ja, die habe ich im Teil. Ja, du bist ein... Die ist super. So, schön gekillt. Und da haben wir schon den ersten Loot, das macht man natürlich nicht. Sofort looten. Kampfloot hasse ich wie die Pest. Oh, ein Paladin. Und dann kämpft den mal, ich gehe mal ein bisschen auf den Loot ein. Ein Triunen-Amulett wird beim Aufheben gebunden, natürlich. Hals, 7 Ausdauer, 7 Intelligenz und 7 Willenskraft. Nixon hat nur Magier hätte ich, als Magier hätte ich es mitgenommen. Als Paladin würde ich es auch sehr gerne mitnehmen, denn Ausdauer drauf, Willenskraft drauf und Intelligenz drauf. Roll Need, ich passe. Und ich guck mal ins andere. Und ins andere. Da hätten wir Morgraine's Might, einen wunderschönen Zweihandstab. Boah. Der ist super für Paladine zum Beispiel oder für Druiden, auch für Schamanen. Ich ziehe ihn mal kurz an, so schaut er aus. Ein Kolben. Ich habe tatsächlich das natürlich gewonnen. Auch. Hast du gewonnen? Vigor hier. Alle haben Greed. Oh, und ich habe auch Morgraine's Macht gewonnen. Die kann ich allerdings... Hast doch, ich kann, glaube ich, Zweihand Kolben. Kann ich hier als Hunter tragen? Wollte ich gar nicht. So, das war es auf jeden Fall. Es gibt hier noch einen optionalen Boss. Aber ich denke, das soll uns als erstmal reichen für Schalachrote Kiste, oder? Haben wir noch, lieber Regie, haben wir noch Zeit für den Boss? Oder können wir... eigentlich nicht? Okay, dann eigentlich nicht. Eigentlich machen wir jetzt... Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt... Erstmal ein Portal, Ogrima. Machen wir mal ein Portal. Nach Ogrima. Nee, Sturmwind. Ja, ich mache nach Schattrad. Da könnt ihr alle dahin abhauen, wohin wollt. Mach doch mal ein Portal Schattrad. Genau. Und wie gesagt, jetzt machen wir etwas. Es geht um Goblin Gumbo. Auf dem Server Exenkessel gründen wir jetzt unsere beiden Gilden. Die Lightbringer auf Giga und die Doombringer auf Giga. Gegründet von der Nascherin und von Malinesion, glaube ich. Oder wie heißt deiner? Malinesion? Malinon? Unglaublich. Ich, unglaublich. Was denn? Wie du so versuchst, mich hier wieder auszubrüten. Weißt du denn noch, wie der heißt? Ja, natürlich weiß ich noch, wie er heißt. Wer ist er denn noch? Ja, Sekunde. Sag's doch mal schnell. Ja, kann ich sagen. Er weiß es halt nicht. Dann, Malinor. Ja, oder die Nascherin in Ogrima zwischen Auktionshaus. Ja, wir müssen erstmal was erklären. Wir müssen ein bisschen was erklären, bevor wir hier loslegen, oder? Lol, hi. So. Ja. Gildensatzung unterschreiben. Wie geht das eigentlich mit Gildensatzung unterschreiben? Einfach draufklicken, Phil. Auf wen? Oh, hier ist auch ein bisschen... Oh, guck dir mal an, was hier los ist. Verrückt? Ja, das ist die Gilde. Warte mal. Ich... So. Unterschrift. Wie gebe ich denn jemand anderen die Unterschrift? Wie mache ich das? Phil, du bist not well prepared. Und jetzt? Ach du Scheiße! Wie mache ich das? Sag doch mal! Ist hier viel, was du klickst? Einfach drauf! Einfach draufklicken! Ja, Leute, ich versuche gerade. Request. Ich habe noch nicht eine Unterschrift. Ja, bei mir.
Ah, jetzt. So langsam. Können wir mal kurz auf meinen Monitor gehen? Das ist halt sehr krass. Auf meinem sieht man es noch viel besser, glaube ich. Es ist unglaublich, wie viele von euch das machen wollen. Es ist unfassbar. Wow. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig für uns. Das wird eine fantastische Gilde. Wir müssen hier, glaube ich, noch 2 Stunden stehen, um hier allen gerecht zu werden. Nehmt an! Boah. Es geht gar nicht. Ich glaube, das leckt einfach viel zu viel. Die Leute können nicht annehmen, Phil. Wieso könnt ihr bei Phil so schnell annehmen? Komm, und einer noch, da habe ich gewonnen. Ja, und? Nee, du musst die Gilde ja noch gründen. Ja, schnell. Muss ich jetzt auch, aber zack, zack, rein. Ihr seid halt einfach zu dumm. Ich bringe hier 1 Million Leute an. Wo ist denn der Gildenmeister? Wo ist er denn? Und die Leute sind halt einfach zu langsam. Wie gründe ich eine Gilde? Ja. Eine Gildensatzung registrieren. Frecherweise hast du dich direkt da reingestellt, Cheater. Was sagt er? Was? Könnt ihr mal bitte auf meinen Monitor zeigen? Warum macht er? Ihr habt keine Gildensatzung. Wie, du hast keine Gildensatzung? Wie, ich habe keine Gildensatzung. Du hast einen ausgehöhlten Stamm. Wo ist meine Gildensatzung? Ja. Meine Gildensatzung? Wieso ist meine Gildensatzung? Weil du die getradet hast wahrscheinlich. Hab ich nicht. Wenn dich einer getradet hat. So. Ich habe noch ein paar Meterchen. Ich finde den nicht. Nein, ich habe nicht. Ich komme nicht zum Gildenmeister durch. Lars, geht noch mal bitte alle mal vom Gildenmeister weg. Sonst so, die Ordner gehen mal bitte vom Gildenmeister runter. Sehr ich schön. Komm nämlich Gildenmeister. Ja, braucht ein bisschen. Bei mir auch. Es leckt extrem. I want to create. How do I form a guild? Ich krieg den Gildenmeister nicht rein. Nee, ich hab mich verklickt, Phil. Jetzt sind alle. Schauen wir mal bei mir. Ich glaube, ich bin vor. Wie? Bitte verstellt mir jetzt nicht auch noch den. Hallo? Typen? Ich verstehe das Gott, nicht. Wie es leckt. Ich verstehe das nicht. Wo ist meine Gildeninleitung? Oh meine Gildensatzung mein Gott. Hin? Leute, ihr kriegt alle einen Invite, alle, die jetzt rausgehen aus dem Gildenmeisterhaus. Register a Guild Chart. Das kann nicht sein. Ich war doch der Erste. Los, raus. Das ist so unfassbar. Geht raus. Raus, Leute. Sonst wird das hier nichts. Also alle, die jetzt hier drin stehen, die Namen merke ich mir, die kommen nicht in die Gilde, die jetzt gerade beim Gildmeister drin stehen. Ich habe keine Chance. Jo, ich habe auch keinen Guild-Charter mehr, Phil. Die haben uns die Guild-Charter gegeben. You don't have a Guild-Charter. Ich hatte sie aber gerade die ganze Zeit offen. Ja, ich auch. Ich glaube, da hat uns jemand einen Strich, hat uns da jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Gilden-Charter weggemacht? Oh nee, ich habe schon eine Gilde. Dann habe ich sie ja auch schon längst. Tut mal O. Gilde, natürlich habe ich auch eine Gilde. Klassischer Fall von... Brainlag. Ja, also die erste Gilde, die eine hier gegründet wurde. Ich glaube, wir müssen uns ein neues Film versus Flo ausdenken. Gildenmeister von Lightbringer auf Giga ist Phil und Gildenmeister von Doombringer auf Giga, das ist die Horde-Fraktion. So. Das sind die beiden Community-Gilden und Flo, du erzählst ein bisschen was zur Satzung. Ja, und zwar... Wie lade ich die Leute denn ein? Guckt euch das mal bitte. Das ist echt unglaublich. Auf meinem Monitor jetzt an. Diese Schlange, die jetzt hier vorm Gildmaster steht, ja? Es ist unglaublich. Schaut mal. Guck mal. Ja, es ist echt fantastisch. Ja, die Gilde wird ziemlich groß. Die Gilde bei mir wird auch gerade richtig groß. Ich mache das jetzt erstmal folgendermaßen. Ich gebe jetzt erstmal Bufano oder jemand anders. Befano. Wie lade ich dich denn in die Gilde ein eigentlich? Den invite ich jetzt erstmal. Du musst mir sagen, wie ich dich in die Gilde einlade. Hilft auch sehr viel, wenn ihr mich untradet übrigens. Sag mir doch mal, wie ich jemanden in die Gilde einlade. Alter, G-Invite-Name. Hast du das noch nie irgendwie? Nö. So, ich muss jetzt hier erstmal suchen. Hab ich doch Befano, da ist er. Hunter, der wird jetzt erstmal promoted zum Offizier. Wenn ihr mich tradet, hilft mir das gar nichts und euch auch nicht. Wie hieß denn hier unser Kollege nochmal? Deiner hieß Befano, wie hieß mein Kollege nochmal? Ich kann hier im Chat... Alter, Phil, du hast vorhin mit dem gesprochen, nicht ich. So, das ist der King... Konse, der kann jetzt auch inviten, denke ich. Muss mal kurz gucken, ja, müsste eigentlich inviten können. So. King Konse, invite mal alles, was hier so rumsteht und Level 1 ist. Alter Schwede, es tut mir sehr leid. Wie gibst du die Rechte? Dann können wir das mal zeigen, wie man die Rechte verteilt. Irgendwas war hier gerade mit Verwarnung, naja. Bitte hört auf zu spammen, wir klären das alle schön der Reihe nach. Bin ich jetzt im Fernsehen, ist natürlich nicht genau der Sinn der Gilde, sondern der Sinn der Gilde, ich habe mir das Ganze mal notiert. Wir haben eine kleine Gildensatzung geschrieben. Und zwar, noch in Grobform, allerdings steht da schon so ziemlich das Wichtigste drin, was man wissen muss. Alles Weitere wird nach und nach ergänzt von uns zwei und unseren Gildenliedern. Nee, das wird neu ausgelost. Warum? Weil ich sie zuerst offen hatte.
Ich hab doch grad, du hörst mir gar nicht zu. Ich habe gerade gesagt, ich glaube, wir müssen einen neuen aussuchen. Weil du die zuerst offen hattest, das Gildenfenster, aber die Gilde zuerst gegründet hatte ich. Das war der Ansatz. Das ist nicht beweisbar. Natürlich war das beweisbar. Du hattest keine Gildensatzung mehr, ich hatte keine Gildensatzung mehr. Und ja, genau, aber ich hatte sie zuerst. Also, ja, Gildenlieder. Herr Richtarski. Die Gildenlieder. Herr Richtarski ist hier gerade wieder und möchte hier. Mal lieber weg. Ja, Herr Richtarski, schauen Sie mal. Gildenlieder sind Phil und Flo. Sie bestimmen ein bis zu dreiköpfiges Gremium, welches die Entscheidung innerhalb der Gilde trifft und in Weitrechte bekommt. Bei Uneinigkeiten entscheiden Phil oder Flo. Bei Uneinigkeiten zwischen uns wird es sich geben, weil wir andere Gilden haben. Nur neue Charaktere werden aufgenommen, keine High-Level-Charts. Sprich, wenn ihr jetzt natürlich im Laufe der Zeit nicht eingeladen werdet, jetzt schon zwei oder drei dann morgen seid, ist nicht weiter schlimm. Wer andere beleidigt, als Noob beschimpft oder sich über Anfänger lustig macht, sowie durch grob belästigende oder beleidigende Aussagen negativ auffällt, egal bei wem, fliegt aus der Gilde. Hat da nichts drin zu tun. Denn die Hilfsbereitschaft steht in dieser Gilde an erster Stelle. Hier in dieser Gilde soll man sich gegenseitig helfen. Das heißt, die Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben, helfen den Leuten, die ein bisschen weniger Ahnung haben. Leute, die weniger Ahnung haben, können sich ruhig trauen, Fragen zu stellen. Denn sie werden in dieser Gilde nicht als Kacknuck beschimpft, sondern ihre Fragen werden beantwortet. Und ein freudiges Miteinander, Hilfsbereitschaft und Spaß am Spiel stehen natürlich hier im Vordergrund. Und vor allem auch das Spiel gegeneinander. Denn wir sind natürlich auf einem PvP-Server. Wir werden die Gilden gegeneinander antreten lassen. Darf Lightbringer gegen Doombringer, ja? Jeder Spieler der Gilden Lightbringer und Doombringer verpflichtet sich in den Sendungen WoW und den, oder vielmehr der Sendung WoW und seinen Moderatoren bei der Sendung zu helfen, sofern es ihm möglich ist. Also ihr müsst nicht, wenn wir sagen, so ist Sendung, müsst ihr nicht irgendwie Schule ausfallen lassen oder so. Aber wenn ihr da online seid und Zeit habt, dann müsst ihr uns auf jeden Fall mit uns gruppieren und ähnliches. Für Fun- und Gilden-Events wird eine Gildenkasse eingeführt, welche von den Gildenleadern, sprich Phil und Flo, verwaltet wird. Monatlich sind ein Gold zu entrichten. Ist okay. Das erste Gold sollten die Spieler vor dem Erreichen von Level 20 an die Gildenkasse, die noch näher benannt wird, entrichtet werden. Wir werden heute nicht mehr viel einladen, weil viel zu viel auf dem Server los ist und ich nicht die Leute hier so belästigen will, die eigentlich auf Echsenkessel spielen. Alle, die es ernst meinen, spielt einfach da, fangt ein bisschen an zu leveln. Wir gucken die Tage rein und werden so nach und nach ein paar Leute inviten und schauen, wer in diese Gilde reinpasst. Jetzt aber erstmal ein kleines Päuschen und ein bisschen Ruhe reinbringen und dann sehen wir uns gleich wieder.
Geht mal bitte auf meinen Monitor und wir machen mal hier, zeigen mal, wie eine ordentliche Polonaise durch Orgrimmar aussieht. Invite BD Flow. Ja, ich laufe denen jetzt einfach mal entgegen, bis sie merken, dass ich in die andere Richtung laufe. Und diese ganzen schönen nackten Level 1 Leute, die werden wir nach und nach tatsächlich fast alle inviten und dann, denke ich mal, nachträglich aussortieren. Und guck mal, für, weiß nicht, sind das so viele Allianzler bei dir auch? Ja, ich guck mal. Ich gehe mal gerade rausgucken. Es ist doch unfassbar. Ja, warte mal, ich komm hier. Ich sitze. Vor allem das Geile ist hier innen drin, ich häng fest. Stehen halt nochmal so 60, 70. Wie kann das sein, dass ich festhänge? Du stackst. Ach nee. So. So, jetzt gehen wir mal raus und wir gucken mal hier. Mach mal Alt-Y, damit man mehr sieht. Alt-Z ist es dann wahrscheinlich. Ja. Jetzt kommen wir wieder raus hier. Und drin ist die Hölle los. Also naja, bei dir ist es wenigstens eine moderate Ansammlung. Guck dir das mal an. Ja, aber schau doch mal hier rein. Wie viele Leute hier drin stehen. Jetzt sind alle wieder ausgelockt. Aber diese Schlange alleine hier vor. Naja, also es sind schon, denke ich mal, ungefähr doppelt so viele Hortler, die sich hier eingefunden haben. Aber die spammen dafür auch doppelt so viel und sind nicht halb so zivilisiert wie die Allianzler. Oder du hast einfach nur deine Sprechblasen ausgeschaltet. Sprechblasen sind aus, deswegen. Ach so, bei mir nicht. Nee, doch nicht. Aber sie sagen nur Invite, please und sowas Nettes halt. Ey, bei mir sind sie halt so unfassbar... Ja, Hortler halt, ne? Ja. Emotionsgeladen. Und wir haben auch ein Forum so für euch. Das heißt, ihr bekommt dieses Forum bei uns auf giga.de. Ist kurz dafür an alle, die mir schreiben, ich kann nichts lesen, könnte vergessen. Ist allgemein für Fragen zu den beiden Gilden, aber natürlich auch mit dem eigenen Unterforum für die Horde, für die Allianzgilde. Da kann natürlich nicht jeder rein, sondern nur die Mitglieder der Gilde. Die Freischaltrechte oder die Rechte für dieses Forum bekommt ihr dann gesondert, wenn ihr in-game eingeladen worden seid. Müsst ihr euch auch bei uns auf giga.de anmelden und dann bekommt ihr gesagt, wie ihr in das Forum rein könnt. Das heißt, da können auch wirklich nur die Leute reinschreiben, die auch wirklich in der Gilde aktiv sind. So haben wir das gesichert. Also ich würde ja sagen, wir machen es einfach, wir lassen es bis Sonntagabend 24 Uhr laufen und wer dann mehr Member in der Gilde hat. Bis Sonntagabend 24 Uhr? Ja, oder einen anderen Tag. Ach so, ja, ja. Also bis zu einer fixen Zeit und wer dann mehr Member hat. Ja, bis zur nächsten Sendung am Donnerstag. Mit Screenshot. Achso, bis zur nächsten Sendung. Bis zur Sendung am Donnerstag. Da schauen wir mal, wer am meisten Member hat. Und nächste Sendung Donnerstag werden wir das dann herausfinden. Oh Gott, okay. Ihr armen Ex-Tesla. Ich weiß aber, dass ich der Erste war, der die Gilde gegründet hat. Von daher fühle ich mich... Ich bin mir fast sicher, aber leider nur fast, weil du hast auf einmal gesagt, ich habe keine Gildensatzung. Ja, weil sie halt weg war. Hatte eine Gilde vor dir, offen zumindest. Und du auch die ganze Zeit. Das Gründungsdatum könnte eventuell vor meiner Gründungsdatum, steht das auch da irgendwo? Gilde? Ich glaube nicht. Gildeninformationen? Nein. Nee, geht nicht. Hier, um festzulegen. Also wir werden uns... Wie gesagt, ich habe noch nie eine Gilde gegründet. Deswegen ist es für mich auch das erste Mal. Deswegen bin ich auch ein bisschen konfus. Wir werden das auf jeden Fall... Hier werden gerade Frames pro Sekunde durchgegeben von den Zuschauern, Leute, die gerade neun Frames pro Sekunde haben. Ja, wir werden das auf jeden Fall natürlich in einem moderaten Rahmen versuchen fortzuführen. Ja, Blizzard findet das mit Sicherheit nicht so witzig. Ist mir egal. Wer sagt das? Haben Sie dir das geschrieben? Schreiben Sie hier gerade. Blizzard findet das mit Sicherheit nicht so witzig. Ist mir Schnuppe, weil... das muss uns Server abkönnen. Ne, ich meine, so groß ist unsere Gilde jetzt auch nicht mit 70 Leuten. Aber tut mir eingefallen, nicht spammen. Die mir als Spammer auffallen, kommen sowieso nicht. Aber merkt euch, wenn ich gewinnen will. Es ist ein historisches Datum, der 30. August 2007, das Geburtsdatum von Doombringer auf Giga und Lightbringer auf Giga. Ich hoffe, wir werden viele spannende Stunden mit euch verbringen in unseren wunderschönen Gilden. Das wird richtig cool werden. Ich freue mich da schon richtig drauf. Level schön, wir werden gegeneinander kämpfen, wir werden miteinander spielen, wir werden Instanzen machen. Und. Ich bin echt gespannt, wenn ihr noch gerade erst zugeschaltet habt. Wir haben gerade die Gilden gegründet. Exenkessel ist der Server unserer Wahl gewesen. Allianzgilde, Hordegilde, Malinor oder Florian. Wir werden Leute ernennen, die das Ganze für uns organisieren. Das wird in die News mit reingeschrieben. Das heißt, die Leute könnt ihr anschreiben. Die werden das auch mit organisieren neben uns. Wartet's ab. Wenn ihr heute nicht reinkommt, nicht traurig sein. Morgen, übermorgen, bis nächste Woche. Ihr werdet alle in diese Gilde reinkommen. Und ansonsten ist es meine Vertretung bei der Horde-Gilde. Ich habe hier einen ernannt und zwar, sie ist jetzt schon nicht mehr. Das ist auch völlig wurscht. Werdet ihr finden. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende und wir sehen uns erst in zwei Wochen wieder, denn ich habe jetzt einen Urlaub und ihr müsst euch mit ihm alleine. Das heißt, in der nächsten Woche ist es sowieso meins.